Was ihr jetzt hört, ist eine Podiumsdiskussion aus dem Golem, die vorbereitend war zu dem Theaterstück Der eindimensionale Mensch. Und da diskutieren Andreas Spechtel, Robert Stadelober, Hermann Gremlitzer und Thomas Ebermann. Und moderiert wird das von Herrn Datetal von der FAZ. Abgesehen davon hört ihr gerade Zeitversendungen im freien Senderkombinat auf 93,0. Marcuse, wer Marcuse sagte in den späten 50er, Anfang der 60er, der meinte wen? Ludwig Marcuse mit seinem Buch Obszön und hat das als eine Schrift der Aufklärung gelesen. Ein sehr heiterer, plaudernder Autor, hat mir damals viel Spaß gemacht. Als ich dann das erste Mal Ludwig Marcuse las, den Namen Ludwig Marcuse las, nämlich anlässlich seines Einfliegens in Berlin an die FU, habe ich gedacht, das ist ein Druckfehler. Das wird schon der mir bekannte Ludwig sein. Aber es war Herbert. Und er war mehr als alle Denker jener Zeit, eigentlich der Denker der 68er. Mitte der 60er war er der Suhrkamp-Bestseller-Autor. Ich habe hier in meiner Bibliothek noch so ein Bändchen gefunden mit meiner Signatur drin aus jener Zeit. Das war 65, als ich auch an der FU war. Er zog damals Tausende von Studenten in seine Vorlesungen im Audimax der FU. Und sogar der Spiegel, der sich gern das Sturmgeschütz der Demokratie nannte, die Studenten fingen schon an, ihn die Bild am Montag zu nennen, sah sich irgendwie genötigt, ihn zum Gespräch zu bitten. Und aus diesem Gespräch, da war ich dann schon beim Spiegel, und ahnte aber nicht, wie das gelaufen war und wer das war, was man heute weiß darüber. Sein Befrager, das war der geschäftsführende Redakteur Georg Wolf, war zu der Zeit, als der Emigrant Marcuse in den USA für den Geheimdienst OSS gegen die Nazis gearbeitet hat, seit 1933 bei der SA, dann SS-Sturm, Hauptsturmführer und schließlich Referatsleiter des Sicherheitsdienstes in Oslo, wo er in einem Bericht, den auch Reinhard Heydrich zu lesen bekam, lamentierte das Zitat: Die Vernichtung des Widerstandswillens des norwegischen Volkes leider gescheitert sei. 1953 schrieb Wolf in der Zeitschrift für Geopolitik, da war er schon Chefredakteur oder geschäftsführender Redakteur beim Spiegel. Der Neger ist intelligent, anstellig und lernbegierig, aber er ist faul. Er hat keine Moral und kein Arbeitsethos. Ob Marcuse immerhin ein Mann des OSS wusste, mit was für einem Scheusal er da an einem Tisch saß. Was meint ihr? Und was er dann gedacht hätte? Ich glaube nicht, dass er es gewusst hat. Nein, das glaube ich auch nicht. Wenn ich das Gespräch jetzt nochmal richtig reflektiere, ist das eigentlich fast eine Bebilderung einer Passage aus dem eindimensionalen Menschen, nämlich Verhör eines Intellektuellen. Marcuse ist dem Gespräch im Spiegel nicht gewachsen, weil die Fragen so niederträchtig und die Unterstellungen so gemein sind. Er ist ja auch nicht Heidegger. Nein, ja. Er wird genagelt auf Sachen wie aus der repressiven Toleranz, ganz kurz gesagt. Und das ist eine Schrift, die sich damit auseinandersetzt, dass erstens die Toleranz vom Bürgertum nicht gepflegt wird und zweitens ein Linker sich auf das Postulat der Toleranz nicht zurückziehen kann, sondern verboten haben will, was Schweinkram ist.
Und es fällt der Satz, glaube ich, sinngemäß, hätte man die Nationalsozialisten in der Weimarer Zeit rechtzeitig unterdrückt und verboten, wäre es nicht zum Nationalsozialismus und alles, was er angerichtet hat, gekommen. Nun wird Marcuse da gelöchert zu der Frage, Sie sind also ein Freund der Zensur, Herr Marcuse? Sie sind also ein Feind der Meinungsfreiheit, Herr Marcuse? Sie, der Pracht der Nazi, sind also nicht für den freien Austausch aller Gedanken. Und Herbert Marcuse wird sich tapfer. Hätte er gewusst, wer ihn das fragt, hätte er ja auch mal sagen können. Ach, das fragt mich ein alter Nazi. Ja, ich gebe zu, ich wäre froh, wenn Ihr Laden 1925 verboten worden wäre. Das Zweite, was da diese Rolle spielt und was eigentlich wirklich Verhör eines Intellektuellen, ich kann mich nicht erklären im Spiegel. Ein Gefühl, was man ganz oft auch hat. Bei mir kommt es ja nicht mehr oft vor, wenn man in Talkshows sitzt. Ich kann mich nicht erklären. Die Fragen und die Suggestionen sind zu blöde. Ist folgende Idee bei Marcuse, der sagt, ich kann nicht einfach Demokrat sein. Weil es gibt so viele historische Entscheidungen, wo, wenn ich nur frage, hat denn eine Mehrheit die und die Führung gewählt? Das erlaubt Bestialitäten ohne Ende. Die Zustimmung zu Hitler, oder wir könnten heute sagen, was soll denn ein Demokrat sagen, wenn rauskommt, bei freien Wahlen wird die Hamas 70% kriegen. Soll ich dann sagen, ja, ist Demokratie, oder? Gibt es etwas, was rebelliert? Beide Fragen kann Marcuse wegen der Demagogie der Fragen nicht beantworten. Das Interview hat mit der Qualität der Schrift repressive Toleranz nichts, aber auch gar nichts zu tun. Diese Geschichte zeigt vor allen Dingen eins, dass er, also ich habe, da ich wusste, dass wir dieses Gespräch führen, diese großartigen Bücher nochmal lesen dürfen, wofür ich dir danke. Und mir ist eine Sache aufgefallen, dass er dieses Vergammeln oder Altern oder diese Zerstörung von, sagen wir mal, bürgerlichen Emanzipationswerten, also Zensurfreiheit, Demokratie und so weiter, mit einer Klarheit sieht, die in dieser Generation, die in den 30er, 40er Jahren mit diesen Katastrophen dieser Zeit sich beschäftigt haben, wenige andere so deutlich sehen. Dass er zum Beispiel sieht, was bei Karl Kraus heißt, aus der Freiheit vom Maulkorb das Recht zu stinken ableiten. Also das heißt zu sehen, Toleranz heißt im emanzipativen bürgerlichen Verständnis, also als es neu war, als es gegen die Feudalen gerichtet war, als es gegen die Kirche gerichtet war, heißt nicht, jeder sagt jeden Scheißdreck und alle müssen applaudieren, sondern es gibt keine Vorzensur, aber dann wird hart gestritten. Das heißt, es gibt auch Sanktionen. So. Oder wenn er sagt, Demokratie, ein bisschen Mitbestimmung und so weiter. Er sieht immer, wo eine Sache ihre Funktion wechselt. Also zum Beispiel dieses Ding mit der repressiven Entsublimierung. Wenn man sagt, Unterdrückung von Trieb, Zucht und Ordnung, das ist das Rechte schlechthin. Und er sieht ganz deutlich, dass auch die gesenkte Sau, dass auch der enthemmte rechte kleinbürgerliche Drecksack, der seinen Schwanz irgendwie in die Kamera hängt, oder der hier, Ronald Schill ist ja das Beispiel für repressive Entsublimierung, also ein Vollnazi, der gleichzeitig sagt, mein Schwanz hat mir das Genick gebrochen und ich finde alles, was sich bewegt und so. Das ist ja ein Fall von, Marcuse sieht praktisch immer, wo der Fixpunkt ist von Herrschaft oder von Entfremdung oder von Sauereien im Gestaltwechsel. Das heißt, ein Moment, wo gesagt wird, die Eltern verbieten jetzt nicht mehr Sex, sondern du hast, ich erinnere mich mit Schrecken, aus den frühen 80ern war ich mal eingeladen bei so ganz weltoffenen alternativen Leuten, wo es dann ein regelrechtes Verhör gab am Abendbrottisch. Na, du hast jetzt eine neue Freundin und habt ihr denn schon gevögelt und so. Also das heißt, es ist kein Verbot, sondern es ist diese Art von sich da so reinwurmen. Und Marcuse, wenn er beschreibt in dem eindimensionalen Menschen diese sexy Büromode und so weiter, sieht genau auch diesen Gestaltwandel, dass zwar nicht mehr verboten wird, jetzt wird vermiest. Aber es ist dasselbe. Es ist dasselbe, auch wenn man es Demokratie nennt, wenn man es Plebiszit nennt und so weiter. Und es ist einfach Mobherrschaft. Das heißt, es ist wie so ein, ich musste an diesen Fixpunktsatz denken aus der Mathematik von Brouwer von 1909, wo er gesagt hat, also wo er raus, ein Mathematiker hat rausgefunden, wenn du eine zweidimensionale Fläche hast, ein Blatt Papier, und du zerknüllst es und legst es da drauf, wird es immer einen Punkt geben, der genau über dem anderen Punkt liegt, egal wie sehr du es zerknüllst.
solange du in diesem Rechteck bleibst. Und das gilt auch für mehr Dimensionen, also für eine Kugel. Wenn du eine Flüssigkeit hast in der Kugel und du schüttest sie total durch, ein Punkt bleibt da, wo er war. Und für Marcuse als Dialektiker ist dieser eine Punkt immer, ist die Herrschaft gebrochen, sind die Leute frei, sind die Leute autonom oder findet nur ein Kostümwechsel statt? Ja. Und das ist großartig. Ja. Also das ist so wertvoll für all diese Transformationen, die stattgefunden haben seither, sozialdemokratisches Sozialengineering, immer diese neuen Methoden, mit denen im Grunde derselbe Scheißdreck immer wieder neu angepriesen wird. Und ja, dafür hat er eine irre Wachheit. Er nennt es in einem seiner Aufsätze, die 65 in diesem Bändchen da erschienen sind, die totalitäre Demokratie. Das heißt, wo er auch skizziert, dass alle, also Marx hat sich das ja, in Marxens Vorstellung war, der materielle und technische Fortschritt führt zwangsläufig zur Möglichkeit und dann auch zur Ergreifung der Möglichkeit zu Freiheit und Glück und allseitiger Entfaltung des Menschen. Und Marcuse ist einer der ersten, glaube ich, der sagt, es kann auch genau zum Gegenteil führen. Es ist damit noch nichts, also es tritt keinerlei Automatismus, dass wenn jetzt, wenn wir eine reiche Gesellschaft, gesellschaftlicher Reichtum im Überfluss da ist und so, das muss zu gar nichts führen, sondern es kann genauso mit neuen Herrschaftsmethoden, die ja damals schon zu beobachten waren, quasi zum Gegenteil führen. In der Nachschrift zu dem Hegel-Buch gibt es genau eine Stelle über sogar Produktionsdemokratie, also Mitbestimmung, wie es dann wenig später hieß. Das heißt, wo er sagt, noch nicht mal, wenn du die Leute abstimmen lässt darüber, was sie produzieren sollen, das wäre ja Marxens Voraussetzung gewesen. Also der sagt, okay, die Dampfmaschine spart Muskelkraft, das heißt, die Leute müssen weniger arbeiten. Und dann sagt er so ein Traditionsmarxismus, na, solange die Dampfmaschine aber noch dem Kapitalisten gehört und er alleine bestimmt, wird es natürlich so sein, einige müssen noch mehr arbeiten, die anderen werden einfach entlassen. Und dann sagt der sozusagen 0815-Marxist, na, dann müssen wir die wegnehmen, dann ist es aber wenigstens gut. Spätestens dann ist alles super. So. Und Marcuse sieht schon so Verfahren wie, was du zum Beispiel heute hast, das nennt sich Concurrent Engineering, dass ganz früh schon in der Produktion, weil sie sehen, okay, 80% der Mängel, die ein Produkt vielleicht haben wird, dann auf dem Markt oder im Gebrauch, sind schon im Designstadium. Also machen wir Demokratie. Also fragen wir die Designer. Also fragen wir marktforschungsmäßig die Leute. Wir lassen Kunden kommen oder Amazon, ne, mit diesem Anklicken und so weiter. Das heißt, die Leute sind tatsächlich in einem Ausmaß, wo selbst Mitbestimmungsdiskussionen in den 70ern sich das nicht haben träumen lassen, in irgendeiner Form an der Produktion beteiligt. Und trotzdem ist es dieselbe alte Scheiße. So. Ja, vor allem müssen sie es danach auch noch kaufen. Also sie, genau, sie müssen es nämlich kaufen. Sie arbeiten quasi an einem Produkt mit, was sie dann trotzdem für den vollen Preis kaufen. Also so ist die Leistung, die sie erbringen, wird ihnen jedes Mal, wenn du irgendwas anklickst bei Amazon. Genau, sie freuen sich auch noch drüber. Jedes Mal, wenn du bei Amazon was anklickst, hast du nicht nur was gekauft und konsumiert, sondern du hast Marktforschung gemacht. Genau. Du hast für die gearbeitet. Die Scheiße nur zu bestellen. Gerade jetzt bei Apple mit dem neuen Betriebssystem, wo du im Prinzip auch irgendwie, kann deine ganze Festplatte flöten gehen und alle Sachen, die du geschrieben hast, sind weg. Das Risiko gehst du ein, freust dich auch noch darüber, hilfst denen, die Fehler auszumerzen und danach kaufst du für den vollen Preis denen dieses bescheuerte Betriebssystem nochmal ab. Genau, und während du das sozusagen, wenn du es bekommst, sind andere schon dabei, dir den nächsten Dreck anzudrehen, weil im halben Jahr ist es veraltet. Genau. Ja, und das ist halt der Vorteil, dass man solche Sachen sehen kann. Ich meine, wir reden jetzt über Sachen, die sind möglich geworden durchs Internet. Mhm. Ja? Nun, Marcuse weiß nichts vom Internet. Was er aber hat, ist ein Begriff von Gesellschaft. Ja. Das heißt, er hat eine Gesellschaftstheorie. Er schreibt nicht wie dieser Piketty oder diese Modeautoren, entweder so ein Buch, die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher und ich habe hier die Zahlen dazu, oder Lyrik, wie so Hard und Negri, sondern er hat sozusagen nicht irgendwie soziale Aufbruchslyrik und er hat auch nicht Tabellen lesen, sondern er hat etwas, was dazwischen immer fehlt, nämlich ein Begriff von Gesellschaft tatsächlich. Ja. Was das soll, was das ist. So, was Arbeitsteilung ist, dass das ein System ist, dass die Sachen voneinander abhängen, dass nicht es absolute Parameter gibt, so wie das State Department, das sozusagen sagt, Demokratie ist, wenn so und so viele Wahlen stattfinden, wenn und sonst im anderen Fall bombardieren wir oder so, sondern er sieht dieses voneinander Abhängige dieser ganzen Parameter. Ja, und vor allem sieht er auch, dass es durchaus auch funktionieren könnte, dass man weniger arbeitet. Mhm. Also das ist ja was. Ja, er traut sich sogar zu sagen Abschaffung der Arbeit. Er sagt nicht Abschaffung der Lohnarbeit, er sagt Abschaffung der Arbeit. Genau, eben. Ja, und auch nicht irgendwelche Umstrukturierungen, sondern einfach so, es wäre durchaus möglich, dass wir alle nicht mehr arbeiten müssen. Lass uns nochmal fassen, was er da sagt. So, also erstens, er meldet selten Widerspruch zu Marx an in einem Punkt, aber dezidiert.
im Punkt der Arbeit? In dem Punkt, dass bei Marx, glaube ich, gut nachzulesen ist, das Reich der Notwendigkeit, der menschlichen Auseinandersetzung mit der Natur, des Produzierens, sagt Marx, kann es keine Freiheit, kein Spiel, keine Fantasie geben, sondern das muss rational geregelt werden. Rational regeln heißt enteignen, verkollektivieren, wie immer wir das nennen wollen. Aber das Reich der Freiheit und das Reich der Notwendigkeit sind bei Marx, ich übertreibe mal, durch eine ganz schön hohe chinesische Mauer getrennt. Das führt zu etwas, historisch, ohne dass die zeitgenössischen Marxisten jetzt einfach nur Marx-Fälscher oder sowas sagen müssen. Schroffe Frontstellung gegen Maschinenstürmerei. Jeder Handwerker, der irgendwie erlebt, mein Leben war besser, bevor ich in die Fabrik musste und sie deswegen beschädigt oder abfackelt, kriegt mitgeteilt, du bist Reaktionär. Von Rosa Luxemburg zum Beispiel mitgeteilt, du bist Reaktionär. Das Ziel ist doch, dass der Laden uns gehört. Und natürlich führt das auch zu Sowjetmacht und Elektrifizierung. Also das Fortschreiben des Ideals der Effektivität kapitalistischen Produzierens in kollektivem Besitz. Dazu sagt man kurz, das ist zeitbedingt vielleicht nicht anders denkbar gewesen. Stand der Produktivkräfte. Ich bin kein Freund von Gleichheit im Mangel oder Gleichheit in Armut. Aber es ist nicht mehr nötig. Die Menschen könnten etwas, was im Kapitalismus undenkbar ist, weil das zu Bankrott und Ruin führt, nämlich über zwei Sachen nachdenken. Erstens, wollen wir nur 4 Stunden am Tag arbeiten? Dann wissen wir, haben wir weniger Konsumgüter. Müssen nicht so tun, als können wir in 4 Stunden jetzt die gleiche Quantum ausstoßen. Sind wir unterlegen. Zweitens, soll in unserer Arbeit Moment von Fantasie, Kreativität, Spiel, Travail attraktiv, Fourier ohne seine konservativ bis reaktionären Momente einziehen. Dauert es ein bisschen länger, wir sind auch produktiv unterlegen, aber das Leben ist schöner. Und nur darauf basiert sein Gedanke, wenn diese beiden Möglichkeiten existieren, verkürzen und die Arbeit ist nicht mehr das ganze Leben bestimmt oder Momente von Spiel und Fantasie in den Arbeitsprozess, wo ja immer ein Rest Notwendigkeit bleiben wird und auch ein Rest Entsagung bleiben wird, wenn wir nicht völlig romantisch denken. Rest Scheiße bleibt ja. Dann werden die Menschen andere Bedürfnisse haben, über die wir nicht spekulieren können. Er fängt also nicht mit der Bedürfniskritik an, wie die Doofen behaupten. So, denk doch mal über deinen Konsum nach. Ja. Sondern er fängt mit der materiellen Basis der Gesellschaft an. Das ist die große Abgrenzung zu allen Idioten, die jetzt mal denken, wenn ich einen Garten anlege oder mal drüber nachdenke, ob ich das nächste neue Kleid wirklich brauche, habe ich irgendwas mit Marcuse zu tun. Nein, muss man sagen, gar nichts. Ich sitze ein bisschen zwischen diesen beiden Stühlen, also zwischen dem Marx, wie du ihn zeichnest, und dem Marcuse, wie du ihn zeichnest. Natürlich ist klar, dass Konsumkritik, was heute teilweise dann von reaktionärer Seite Achtsamkeit heißt und Entschleunigung und so weiter, dass das im Grunde so die Talsohlen sind, wo du dich wieder fit machen sollst für die nächste Runde von dem Scheißdreck und dass das ein Missbrauch ist. Was man Marx vorwerfen kann, ist, dass er teilweise, obwohl er Dialektiker ist, Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse dann doch trennt. Also dass er doch sagt, aber die Dampfmaschine an sich spart die Arbeit. So. Und dass er im Grunde im Kopf so tut, als könne man davon absehen, als könne man zum Beispiel sowas sagen, wie wir haben gesagt, Marktforschung wird da entwickelt, okay, aber die forschen ja zum Beispiel, wenn sie forschen, welche Lebensmittel stellen wir her, dann forschen sie ja nicht, worauf haben die Leute Hunger, was ist gesund und so, sondern wie viel Salz und wie viel Zucker muss ich reinmachen, damit die süchtig werden und den Scheiß kaufen. Das heißt, die forschen nicht wirklich den Bedarf nach Nahrung, sondern wir helfen ihnen dabei, wie sie forschen können, was dabei rauskommt, soll sein, noch mehr Scheiß verkaufen. So, das heißt, die Instrumente sind dann danach. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, super, und dann nehmen wir ihnen die Marktforschung weg,
machen Revolution und diese Marktforschung setzen wir dann ein für demokratische Planung, weil die sind von Anfang an versaut, ab der Quelle sozusagen. So wie sie hergestellt werden, sind sie schweinisch. Und bei Marx hat man in der Tat manchmal das Gefühl, dass diese Quelle trotzdem irgendwie rein ist, weil es sind Maschinen und die könnten doch all das. Und auf der Stufe Marcuse ist schon ein höheres Bewusstsein dafür da, dass so wie die Sachen historisch entstanden sind, sind sie eben auch imprägniert und versaut und durchzogen mit allerlei Herrschaft und mit allerlei Zerstörung von Natur und mit all diesem Kram, den man natürlich auch deutlicher sehen konnte 100 Jahre später, also weil man sich da nur den Fluss angucken muss oder die Innenstadt und so weiter. Aber in der Tat gibt es ja trotzdem Naturgrenzen und was ich mag an dieser sehr, sehr problematischen naturwissenschaftlichen Orientierung von Marx, also wenn er sagt, ich finde Naturgesetze der Gesellschaft und sich auf Darwin bezieht, das ist ja alles super gefährlich, weil daraus ja so ein Gewalthegel werden kann, der sagt, es sind ewige Gesetze und so und dann sehr autoritäre Lesarten von Marx möglich sind. Aber was ich daran mag, ist, in dem Moment, wo man die Sachen quantifiziert und sagt, es gibt ja doch Naturgrenzen, es gibt einen Energieerhaltungssatz, es gibt irgendwie, die Erde kann nur so und so viele Verbraucherinnen und Verbraucher aushalten oder man muss so und so lange arbeiten, sonst verhungern Leute oder so. Das hat den Vorteil, dass man anstatt über absoluta, über theologische Sachen reden kann, über wie machen wir es denn. Also zum Beispiel hat 1951 dieser Kenneth Arrow, das ist ein bürgerlicher Ökonom gewesen, rausgefunden, wie das eigentlich mit Wahlen ist, wenn man nicht Repräsentanten wählt, sondern wenn man gesellschaftliche Alternativen wählt. Also wir wollen A, weniger arbeiten oder B, mehr produzieren, damit wir auch noch was abgeben können. Also, sobald du mehr als 3 Wahlmöglichkeiten hast, also nicht mehr ja, nein, sondern wir machen das, das oder das dritte, stellt sich raus, das ist eine mathematische Demonstration von 1951, von diesem Kenneth Arrow, dass 4 Kriterien, die dafür da sind, dass diese Wahl auch wirklich widerspiegelt, was die Leute wollen, dass das Kollektiv wirklich demokratisch entscheidet, nicht gleichzeitig erfüllt werden können. Und dann haben natürlich viele Reaktionäre daraus gefolgert, aha, die Mathematik hat bewiesen, Demokratie ist nicht möglich. Aber das stimmt nicht. Sie hat nur gezeigt, da gibt es gewisse Grenzen. Und dann muss man halt sagen, okay, wenn es 3 Alternativen nicht tun, müssen wir halt jede Wahl so formulieren, dass nur 2 sind oder wir müssen mehrere Wahlgänge haben und so weiter. Und ich mag bei Marx diese ganze irre Rechnerei im 2. und 3. Kapitalband und so weiter. Was ich daran mag, ist, das, was Marcuse macht, was ich gerade gelobt habe, einen Begriff von Gesellschaft zu haben, eine Gesellschaftstheorie, ist gefährdet, in Lyrik abzugleiten, wenn nicht. Also bei ihm hat man diese Spannung dauernd von jemand, der geht in den Soldatenrat, der geht zum OSS, der geht ins Institut für Sozialforschung, der auf dem Grabstein steht, weitermachen. Das heißt, wenn so jemand die Höhenflüge macht und den Begriff von Gesellschaft entwickelt, der gleichzeitig sozusagen auf dem anderen Bein auch stehen kann, finde ich das super. Aber ich möchte einfach nur sagen, dass diese Orientierung an Naturwissenschaft, an Exaktheit, an Grenzen für das Ganze, bei der Studentenbewegung zum Beispiel, die dann davon so enthusiasmiert ist, von dieser Gesellschaftstheorie, nicht geschadet hätte. Also für meinen Begriff. Also wenn die einfach gesehen hätten, da gibt es auch Limits und nicht diesen Limit erst erfahren hätten, wenn der Joschka Fischer ein halbes Jahr mal in die Fabrik geht und dabei dann nur rausfindet, oh, das ist mir aber zu anstrengend, da bombardiere ich lieber Serbien. So, ja. Sondern wenn die vorher schon gesehen hätten, okay, es gibt Grenzen und nur weil sozusagen man das von ganz hoch oben sehen kann, wie Marcuse das tut, ja. Heißt es nicht, dass nicht sozusagen das, was Marx versucht, nämlich in dem Dreck auch rumzupopeln, wie ist es denn jetzt mit dem Arbeitstag und so weiter, dass es nicht auch nötig wäre. Trotzdem glaube ich, was wir heute brauchen, ist eher das, weil die Leute so am Konkreten und am Scheißdreck leben, dass jemand, der ihnen mal irgendwie den Kopf aufhackt und sagt, die Welt ist größer und die beiden Alternativen, die du da gerade denken kannst, sind viel zu wenig. Und man könnte auch den ganzen Mist mal abschaffen wollen und so weiter. So. Genau, das ist ja, glaube ich, das, was ungefähr, also was mich zumindest an dem Buch dann gereizt hat, eben die einfach diese Negation erstmal auszusprechen, zu sagen, so wie die Welt eingerichtet ist, bin ich nicht einverstanden, ohne sofort quasi die Lösung mit formulieren zu müssen. Mhm. Also das ist ja, wenn man heutzutage in meiner Position, wie auch immer, was ne, irgendwie mit Leuten darüber spricht, was man, womit man nicht einverstanden ist, kommt ja dann gleich dieses Argument, naja toll, wenn du das nicht gut findest, was willst du denn dann? Mhm. So, ja. Und genau das ist eben das, was mich bei Marcuse fasziniert, dass er das nicht umgeht oder so, aber sich auch hinstellt auf quasi einen verlorenen Posten und auch ein bisschen sagt, so, ich weiß auch nicht genau, wo es dann weitergeht, aber ich kann nur sagen und konstatieren, so wie es jetzt ist, ist es nicht in Ordnung. Er hält stur daran fest, dass ich kein Ei legen können muss, um zu sagen, dieses Ei ist faul. Ja, was genau. So. Ja. Also,
niemand ist zu Konstruktivität verpflichtet, wenn die Welt scheiße ist. Nee, weil ich muss, da muss ich, das muss ich auch wirklich mir an mein eigenes Revier heften. Ich bin sicher nicht so bewandert bei Marx wie du und ich habe die ganzen Durchrechnereien, kann ich noch nicht mal rechnen. Also ich kann noch nicht mal rechnen. So, ich bin da einfach nicht so in der Lage. Und mich inspiriert es dann eher, wenn ich halt eben so einen Marcuse lese, weil da sind Sachen, die kann ich in meinem, wie du gerade gesagt hast, dann wird es zu Lyrik, aber das ist, glaube ich, in meinem lyrisch funktionierenden Gehirn halt verstehen. Und da passieren dann Dinge in meinem Kopf, die mich aufregen auf eine positive Art. So. Wobei ich das auch für ein unwahres, ich will nicht mal sagen Argument, sondern für einen unwahren Sophismus halte bei Wolfgang Port, der ja jetzt so ganz abrückt von allem, gibt es so eine Stelle, naja, ihr habt auch kein Recht, den Leuten irgendwie zu sagen, das muss abgeschafft werden, weil niemand hat doch wirklich eine Vorstellung davon und das sei doch irgendwie viel zu schwer. Mhm. Da würde ich zwei Dinge sagen. Erstens, hast du recht, ich muss diese Vorstellung nicht haben. Zweitens, hör doch auf, es gibt doch tausende von Vorstellungen. Ja, das heißt, es geht nicht darum, dass ich mich hinsetze und sage, ich will sie nicht haben. Ja, ja. Ich habe einfach, aber du musst sie nicht haben. Ich beschäftige mich halt mit anderen Dingen und freue mich dann, dass es so Leute gibt wie du zum Beispiel, die sich damit dann intensiv beschäftigen. Aber ich finde es auch angenehm, so, wenn man das Gefühl hat, das hat nicht ein Typ oder eine Typin für einen. Das ist doch auch... Also davon muss man ja auch mal wegkommen, ja, dass mir irgendwer sagt, so wird es sein, lieber Andreas. Ja, ja vielen Dank, da bin ich dabei. Also, ist ja auch genau, es also gibt ja schon bei Engels diese Stelle einmal, ich glaube in Grundsätzen des Kommunismus, das werden die Leute dann schon sehen, wie sie das machen. Das ist die sympathischste Stelle in diesem ganzen Text. Also so, das machen die dann schon. Ihr müsst ihnen nur jetzt mal den Dreck irgendwie, den muss man sprengen und dann, ich habe da Zutrauen, dass die Menschen, also in all dieser Finsternis, die da auch teilweise bei den diagnostischen Sachen ist, oder wenn es am Ende heißt, wenn er sehr gut das Wort Volk in Anführungszeichen schreibt, also keinen positiven Volksbezug mehr hat, natürlich durch das Wissen Nationalsozialismus, also was du sagst, eine Pöbeldemokratie ist halt keine, oder keine, die man wollen soll, dass trotzdem immer so ein Zutrauen drin ist, er sagt nicht emphatisch wie Rousseau, die Menschen sind nicht scheiße, sondern gut, aber man merkt immer, er weiß, dass die Leute extrem dressiert und misshandelt und verbogen werden müssen, um so scheiße zu sein, wie sie empirisch sind. Und das heißt, wahrscheinlich sind sie gar nicht so, wie sie gemacht werden. Das ist aber kein, das ist nicht, er spricht es nirgendwo aus mit irgendeiner Romantik oder sagt, die lieben Menschen oder die schaffen das schon oder so, sondern es ist eher in negativen Formulierungen. Also es ist eher so in solche entwürdigten Gestalten sind wir vielleicht dann doch nicht. So. Aber was wir stattdessen sind, irgendwie der glänzende Arbeiter mit der Faust, der ist ab, das macht er nicht. Ja, ja. Ich habe mal eine Frage noch an die Zeitzeugen, weil du sagtest, 65 das gelesen. Mir ist aufgefallen der Ton. Ich bin im Moment tatsächlich in diesen 30er und 40er Jahren ein bisschen drin und mir fällt auf, dass die anderen, sage ich mal, also Bloch, Adorno, Horkheimer, Lukács, ganz verschiedene Leute, die alle mit diesem Trauma irgendwie klarkommen mussten. Hitler, also die gedacht hatten, okay, es geht immer weiter, Fortschritt und auf einmal bricht das Abendland zusammen. So, und Millionen Leute werden umgebracht und totaler Wahnsinn. Und dann ist mir aufgefallen, die Spuren dieser Zeit sind bei all diesen Leuten irgendwie drin, im Sinne von, so wie wenn man eine alte Karl-Kraus-Platte hört und manchmal erschrickt, wie der brüllt. Mhm. Also so hat man da halt geredet, aber man denkt, das ist doch nicht mein Karl-Kraus, den ich so gerne lese, der klingt ja wie Hitler. Also so. Ja. Und genauso finde ich eben bei Bloch zum Beispiel dann im Prinzip Hoffnung so eine Stelle über die Jazz-Tänze, wo er sagt, irgendwie was Dümmeres und Roheres und Gemeineres gibt es nicht und dieses Gejaule und so. Also wie er klingt, wie so ein Blockwart. Oder wenn Adorno, sogar Adorno das heißt sogar. 54 sagt, im Altern der neuen Musik heißt es irgendwo, ja, wenn die dann den Zwölfton machen und es hat aber keine, dann ist das entartet. Das entartet zum Wahnsystem. Und er meint es ernst. Also man merkt, so, diese Worte werden da gebraucht. Fern davon, diesen Leuten Zensuren erteilen zu wollen, merke ich halt, okay, das waren Leute, die waren auch, ich habe vorhin Lyrik gesagt, die haben sehr gut geschrieben. Adorno, Bloch, das ist Dichtung teilweise. So, das ist bei Marcuse ja nicht. Und bei Lukács ist es, sagen wir mal, Parteitagsreden irgendwann vom Ton her. Ich finde, dass er oft total recht hat. Aber wenn man 80% recht hat, aber immer redet, als hätte man 100% recht, ist das scheiße, weil man schadet diesen 20%. Man schadet der Sache. Und bei Horkheimer ist es so, der hat schnell so einen Gestus, Weltphilosophie gegen Schulphilosophie. Ich bin Schopenhauer und mache diese schwarzen Blöcke von Sätzen. Ich so. Und nur Marcuse klingt eigentlich, weil du sagtest Professor, klingt eigentlich immer wie jemand, der ein nüchternes,
illusionsloses, aber darin auf eine nicht, für mich nicht greifbare Art optimistisches Referat hält, als tatsächlich Professor Revolution. So, also die anderen machen Dichtung, zum Teil auch als defensive Methode im Sinne von, wenn die ganze Welt von der Sauerei überrannt ist, mache ich wenigstens so gut geschriebene Texte, die überdauern das. Also die sind so gut formuliert, dass in 100 Jahren in den Katakomben findet jemand ja die Adorno-Texte und sagt, das ist so gut geschrieben, das ist die Wahrheit. So. Und Marcuse ist immer so, dass man das Gefühl hat, er sagt am Anfang, Abstract, 5 Sätze, ja, Report an den OSS, so, jetzt nochmal die lange Fassung und dann öffnet er das Auditorium zu den Studierenden, Fragen? Ja. So. Und dieser Gestus, was hat es damals, also war das, fühlte man sich davon mehr oder weniger angezogen als von denen, die gut schreiben oder, weil das ja so ein Mischmasch ist, wenn man Kral liest oder wenn man liest, was die Leute dann gesagt haben in der Studentenbewegung, wechselt es immer, dann sind so zwei Sätze sind so Adorno-Lyrik, dann kommt Parteitagsterror, dann kommt 5 Sätze Bloch, dann so. Und hat man diesen Unterschied wahrgenommen und war Marcuse der, der einen am meisten mobilisiert oder wie war das damals? Also Adorno ist mir immer, aber das galt für mich, das kann ich nicht verallgemeinern, seine stärkste Seite war eine hinreißende Polemik. Mhm. Er war ein grandioser Polemiker und für sein bestes Buch halte ich, denn was es mit der Dialektik der Aufklärung und Adorno zu tun hat und wie sehr er dadurch bestimmt war durch Horkheimer und wo er sich als Zweitautor gegen Marcuse durchgesetzt hat, der ja eigentlich vorgesehen war dafür. Also für mich ist sein bestes Buch ist Der Jargon der Eigentlichkeit. Ja. Das ist einfach ein brillantes Stück Polemik. Und nach dem Buch hätte sich Heidegger eigentlich auf der Straße nicht mehr zeigen dürfen. Und da geht es gar nicht darum, ich glaube, die Rektoratsrede von Heidegger kommt da gar nicht vor. Die Philosophie ist schlecht genug, sozusagen. Ja, genau, der braucht nicht nachweisen, dass er ein großer Nazi war, sondern was der für einen Scheiß geschrieben hat. Ja, also das ist natürlich eine Art Frage an das Frankfurter Institut ist ja direkt verbunden mit 68, also mit in der Vorbereitung zum Teil, wobei da die Adorno-Schüler eigentlich eher, bis auf Kral, aber im Übrigen doch eher so Esoteriker waren. Mhm. Also die politisch sind die Adorno-Schüler 68 thematisch schon. Oder wie sie geschrieben haben? Also nein, die sind mehr mit Husserl beschäftigt als ja, mit Wirtam? Ja, als mit, die, okay. Die hat es, die waren, sagen wir mal, sehr philosophisch beschäftigt, als auch auf der Straße losging. Horkheimer war schon auf dem Weg zur katholischen Kirche, der dann auch beigetreten ist. Und Habermas auf seinem Weg mit seinem linken Faschismus-Ding, das war aber nur ein Indiz dafür, dass, der war so auf dem Weg zu einem zur SPD eigentlich patriotischen Sozialdemokratismus. Mhm. Da ist er ja dann auch gelandet. Sodass Marcuse aus diesem Stall salopp, eigentlich der war, der nicht nur übrig blieb, sondern der dann doch aufregend war. Und dazu darf man nicht vergessen, in der Zeit war, angefangen hat ja die sogenannte 68er-Bewegung, hat ja angefangen tatsächlich mit der Entdeckung einiger Studenten, dass ihre akademischen Lehrer zwischen 33 und 45 begnadete Nazis waren. Da gab es zwei, drei große Veröffentlichungen darüber. Und dann gab es sowohl in Berlin als auch in Tübingen, da habe ich eine gewisse Rolle beigespielt, in beiden Fällen als Chefredakteur der jeweiligen Studentenzeitung, der das veröffentlicht hat, gab es dann Ringvorlesungen. Und zu diesen Ringvorlesungen wurden dann eingeladen in Berlin, zum Beispiel im Audi Max, eben so Leute wie, von denen wir eigentlich nichts wussten, wie Wolfgang Abendroth. Mhm. Als ich da saß im Audimax und den Wolfgang Abendroth
über das, was er deutschen Faschismus nannte, habe referieren hören. Das waren lauter Offenbarungen. Wir hatten null Ahnung. Und dann kam Marcuse und brachte schon, glaube ich, dieses, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber dieses Berkeley-Flair mit und so. Also er war der Gott. Der hat recht und sieht auch noch gut aus. Außerdem, natürlich, klar. Also, und vor allem, es gibt ja wirklich Juden. Mhm, ich meine, es gab ja in Berlin keine Juden. Ja, und da kommt ein Jude. Also das war ganz faszinierend. Wir hatten in Tübingen, ich kann mich nicht erinnern, dass wir einen Professor hatten, der Jude war. So wie es keinen Bundesminister seit 1949 gibt, in so vielen Jahren Bundesrepublik, der jüdische Abstammung. Das gibt es einfach in Deutschland nicht. Und eine Partei, die so einen aufstellen würde, hätte auch keine Chance. Ganz kurz, aus der DDR, Böhme, Ibrahim Böhme hieß es so, wer ist das eigentlich? Wer ist das, oder? Ja. Und Gysi. Ist der eigentlich? Also wenn, dann DDR. Ja, DDR, natürlich, die hatten ja auch Minister, die hatten ja auch den Außenminister und so, die Juden waren, aber das gab's bei uns gab es das nicht. Die waren einfach nicht so, und für uns war das ungeheuer faszinierend. Also was für uns, aber für mich und meine Freunde war, was hatten wir gelesen? Karl Kraus, Tucholsky, wir hatten sozusagen die jüdischen, großen jüdischen Autoren der Weimarer Republik. Ja, das waren unsere Heroen. Und nun kommt ein echter Jude, der noch lebt. So, und das war natürlich ungeheuer, für uns ungeheuer eindrucksvoll. Und natürlich diese Köpfe. Das Gleiche gilt übrigens für Bloch, wo ich auch dir zugebe, das ist sehr viel Lyrik auf einem Haufen, den ich in Tübingen schon miterlebt hatte, als er zu seiner Gastvorlesung aus Leipzig kam. Und mir unvergesslich der Titel seiner Lesung, der hieß dieses Abends im Audimax, da kam es kaum rein und da kommt jetzt einer aus der Zone. Und das war 1961. Er ist ja auch wieder zurückgefahren bei der Gelegenheit. Und hält einen Vortrag über die Ontologie des Noch-Nicht-Seins. Und da sitzen lauter Studenten, die keine Ahnung hatten von was Ontologie ist. Ja, und das jetzt mal zusammendenken mit dem Wort Bachelor. Ja. Das ist einem sofort klar, das ist unvorstellbar heute. Das geht nicht. Ne? Nein, es ist klar, er war ein, Marcuse war ein Held. Und wenn ich das jetzt nochmal nachlese, muss ich sagen, das Sympathische, also das mir Sympathische an Marcuse, der mich damals sehr mit seiner ganzen Haltung aufgeklärt hat, indem er einfach bestimmte Prämissen nicht mehr gemacht hat, also nicht mehr gesagt hat, ja, das, ich weiß auch, dass es schwer ist und so, sondern einfach gesagt hat, jetzt reden wir mal. Was mir sympathisch an ihm ist, ist, dass er sagt, dass seine Attitüde ist, es ist ganz, ich weiß nicht, wie das gehen wird. Ich habe keine Ahnung, ob wir irgendwas hier auf dieser Welt noch voranbringen. Also packen wir es an. Ja? Also dieses, ja, was sollst du sonst tun? Ja, so eine komische Dialektik von, wenn es keine Rolle spielt, ist es sehr wichtig. Ja. Also, dann, ja. Also das hat mich an ihm immer ja, mit einer tiefen Sympathie erfüllt. Obwohl ich natürlich, als ich, sagen wir mal, mehr so in Richtung Lenin mich orientierte, davon verstehst du ja was. Wir hatten ja doch ein bisschen was gegen das Frankfurter Institut und klar, gegen Leute wie Marcuse, die da aus Amerika kamen. Und, Deswegen glaube ich auch, dass man ihn wirklich auseinanderhalten muss, seine verschiedenen Schaffensphasen. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, ob sein wahrscheinlich wichtigstes Buch, Der eindimensionale Mensch, wirklich so inspirierend war, wie nachträglich behauptet. Ich weiß, dass es sein meistverkauftes ist. Das steht da. Aber das ist wie alle waren in Woodstock. Ja. Das Buch ist durch und durch negatorisch, Der eindimensionale Mensch. Und wenn man die letzten 3-4 Seiten ernst nimmt,
das Eingeständnis der Wirkohnmächtigkeit der kritischen Theorie der Gesellschaft, dass nur um der hoffnungslosen Willen die Hoffnung gegeben ist, diese Anspielung, dass die kritische Theorie keinen Weg zwischen dem Bestehenden und dem Zukünftigen aufzuzeigen vermag und erst recht kein Potenzial. Nachdem ein Ausschnitt der Welt geschildert wird und ihrer Unfreiheit und Despotie, von dem er ja selber sagt, das ist der Reichste. Das ist die Minderheit der Menschheit, die ich hier beobachte. Ich glaube, wenn man das vergisst, wird immer alles falsch. Also, wenn ich das jetzt auch mal so ein bisschen zuspitzen darf, er sagt, die Welt wäre in der Hölle, wenn es überall wäre wie in der Schweiz. Also, ich habe jetzt Schweiz genommen, um nicht Deutschland zu sagen. Die sollen ja noch ein bisschen reicher sein. Er zeigt, wie die Menschen um ihre Sprache gebracht werden, wie alles Sprechen nur noch funktional ist, wie man sich nur noch erklärt, wie etwas funktioniert, instrumentelle Vernunft. Er erklärt, wie weit und schamlos das glückliche Bewusstsein in der Gesellschaft vorgedrungen ist. Das heißt, die Behauptung, mit der Gesellschaft, wie sie eingerichtet ist, zufrieden zu sein. Und er erklärt den unfassbaren Deal, dass wöchentlich Dinge erfunden werden, die angeblich das Leben erleichtern und die Menschheit immer mehr und härter arbeitet. Was ja eine der ganz großen Absurditäten ist, in denen wir leben. Und sagt, ich weiß keinen Weg von hier nach woanders oder ins ganz andere. Würde ich sagen, das ist ein klassisches Werk der kritischen Theorie. Wenn ich das zur Hand nehme, den eindimensionalen Menschen, kann ich keinen bedeutenden Unterschied zu Adorno entdecken. Sie stehen auf demselben Fundament. Ich lasse jetzt mal aus, wie Sie immer wechselseitig über Ihre Schriften gespottet und manchmal auch niederträchtig gefeixt haben. Adorno über Triebstruktur und Gesellschaft bekanntlich ganz massiv und so weiter. Ich will erst mal sagen, da ist der Konsens und dann kommt sozusagen die große zeitdiagnostische Differenz. Es ist eher ein Beispiel, wie weitgehend man übereinstimmen kann und wenn was losgeht, so völlig konträr steht. Ich halte alles Suchen für, nach dem Motto, Marcuse war schon immer der Optimistischere oder er ist der Leichtverständlichere oder irgend so etwas. Eigentlich für töricht, muss ich sagen, wenn ich den eindimensionalen Menschen nehme. Nun passiert was, was im eindimensionalen Menschen eigentlich gar nicht angelegt ist. Es geht ganz schön was ab. Nicht gerade, dass das Proletariat sich re-revolutioniert oder so etwas, aber es geht ganz schön was ab in Paris und in Lateinamerika. Kuba ist passiert, Vietnam. Er merkt etwas, seine Studenten verändern sich, nehme ich an. Das sind Rebellen und keine braven Leute, soweit man das so pauschal sagen darf. Und dann ändern sich seine Schriften. Wenn ich ihn hier so sehe, das Ende der Utopie, 1967, Vorträge in Berlin. Oder ich sehe Versuch über die Befreiung. Dieser überschwängliche, die bleierne Zeit ist vorbei. Die Zitate, die heute blamabel sind, zum Thema, auch wenn es verliert, das ist nicht mehr rückgängig zu machen, was da in Paris war. Das klingt fast, als hätte es Enzensberger gesagt. Und, ja, und er hat es gesagt. Und auch dieses fast erfundene Sachen, wie schön das in Nordvietnam ist. Auf der Parkbank für nur zwei Leute, da findet ein großer Bruch mit aller Produktivität und die Rückkehr der Romantik statt. Seine Worte zur chinesischen Kulturrevolution, die Suche nach dem ganz Neuen. Das heißt, ein bisschen gefällt er, glaube ich, auch den Studenten. Und ich sage damit nichts Böses, sondern bin fasziniert und glaube, dass es für viele vielleicht schönste Moment ihres Lebens, den
mit 5000 Leuten an den Lippen gehangen zu haben bei so klugen Erkenntnissen. Er umschmeichelt sie auch ein bisschen. In zwei Punkten, glaube ich. Seine große Überbetonung, dass die Intelligenz ja vielleicht vorübergehend das revolutionäre Subjekt neben den Randgruppen ist. Ja, nichts von Adornos, die sind reintegrierbar, kommt bei ihm vor. Sondern mehr der Gedanke, die Theorie wird beschädigt, wenn sie auf das Neue nicht reagiert. Wenn sie sich nicht zum Unzulänglichen begibt, mäßigend, nicht behaupten, dass man in einer revolutionären Situation stecke, was damals Wortgebrauch war und ähnliches. Aber doch ein bisschen zu feiern, wenn ich das so übertrieben sagen darf, dass seit 1918 zum ersten Mal wieder richtig was los ist. Ich weiß, das ist jetzt eine zu kräftige Frage. Es ist wieder Soldatenrat. Ja, es ist wieder, es erscheint wieder so etwas wie die Möglichkeit grundlegender Änderung. Und da dreht er auf. Da dreht er richtig auf. Ich glaube, das ist natürlich, ich möchte, dass in diesem Streit zwischen Adorno und Marcuse bedacht wird, dass beide Recht haben. Und nicht, dass wir den einen bewundern, weil er sich eingemischt hat und den anderen verurteilen, weil er abseits blieb. Wobei es inzwischen auch die andere Variante gibt. Selbstverständlich. Nein, also... Die nach dem, was du sagst, eben auch unrichtig wäre. Und da stimme ich dir auch zu. Absolut. Ist doch klar, auf wessen Seite das Herz schlägt oder was man sich selbst zum Vorbild nimmt. Aber ich wollte sagen, wenn Adorno beobachtet so etwas wie die Geschäftigkeit einiger aktionistischer Linker ähnelt sehr dem von der bürgerlichen Gesellschaft geforderten persönlichen Engagement. Karriere-Scheiß, ja. Hat er einfach recht. Ja, natürlich. So war es. Also das muss jetzt nicht so getan werden, als wenn der eine nur ablehnt, blind beobachtet hat und der andere danke sich reingestürzt hat. Nein. Dann ist es ja auch heute noch so, also bei jeder kleinen Hypothekenkrise sofort kriegst du als FAZ-Redakteur jede Menge von versunken geglaubten Karriereleuten Artikel angeboten. Ich habe übrigens auch mal Marx gelesen, wie so Ameisen, die zum Zucker rennen oder so, und jetzt werde ich mal wieder publiziert und so. Aber in der Tat, also dieser Moment 68, und man hat den Eindruck, dass es bei Marcuse nicht nur so ist, also ich glaube auch, dass da eine Wasserscheide gibt und ein zweites Werk anfängt, dass es nicht nur so ist, jetzt passiert was, sondern auch, oh, jetzt gibt es was Neues zu denken. Das heißt, genau wie bei Marx, der von der Kommune hört, also es gibt ja so einen Reflex von guten Theoretikern, sage ich mal, oder Theoretikerinnen auch teilweise, die sich eher gestört fühlen durch irgendwas, wenn irgendwo was passiert. Und Marx funktionierte ja so, okay, jetzt muss ich den Bürgerkrieg in Frankreich schreiben, weil was da in der Kommune passiert ist, jetzt kann ich nochmal ganz tief in die Kiste greifen und nochmal ganz neu erklären, was Klassen eigentlich sind und so weiter. Das heißt, die fühlen sich stimuliert davon, wenn es irgendwo knallt. Und ist auch ein du merkst es so. dem Primär ja an dieser literarische Elan. Also jetzt habe ich was zu beißen. Jetzt habe ich eine Haltung, nicht nur als Haltung, sondern eine Haltung zu etwas, das gerade passiert. So, und woher kommt aber dieser Eindruck dann? Also ich glaube, dass du lebensgeschichtlich und werkbiografisch recht hast, aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund für den Eindruck, dass der Marcuse der positivere ist. Und zwar habe ich das in dem Hegel-Buch gefunden. Du hast gesagt, instrumentelle Vernunft. Du findest bei Marcuse aber immer einen zweideutigen oder positiv gewendet dialektischen Bezug auf die ganze Tradition. Das heißt, du hast zum Beispiel bei Hegel, was Adorno nie gemacht hätte, jedenfalls nicht nach der Dialektik der Aufklärung mehr, in dem Hegelbuch einen positiven Bezug auf den Vernunftbegriff. Also du hast, er ist zwar gegen die instrumentelle Vernunft, aber er sagt, ein Mann, der so vernünftig war wie Hegel, musste in Konflikt geraten mit der Welt. Das heißt, was ja dann später passiert in so einer New Age-Scheiße oder in den 70ern oder von so Leuten, die dann plötzlich sagen, ja, das Schlimme am Kapitalismus ist, dass alles funktional ist, dass, also was du auch gesagt hast, dass alles vernünftig ist und so, und deshalb jetzt träumen, Seifenblasen, Zirkus Roncalli, Kinder an die Macht. So, ja? Also undialektisch. Undialektisch einfach sagen, okay, an diesem System ist scheiße, das ist mit dem Gehirn gemacht, also machen wir jetzt alles mit dem Arsch und mit dem Bauch und das ist die Freiheit. So, das hast du bei Marcuse nie, sondern doch, er hält fest. Hast du auch mal 5 Minuten, klar, wir sind alle mal irgendwie beduselt. So. Aber es bleibt dieser Bedrock von positivem Bezug auf, wenn er eben Vernunft positiv benutzt, habe ich das Gefühl, er versucht die ganze Zeit, so weitermachen, ja, aber so viel wie möglich von der Tradition mitnehmen und sozusagen die alle sühnen. Also was Adorno ja irgendwann an einer der tiefsten und tollsten Stellen
für mich, die aber niederschmetternd ist, sagt, ich weiß nicht, wo es ist, ich glaube in der negativen Dialektik, selbst wenn man es hinkriegt irgendwann, die Versöhnung, werden immer noch alle Umgebrachten umgebracht worden sein, werden immer noch alle Geschändeten, Ermordeten, Gequälten gequält gewesen. Also es wird nie wieder gut. So. Und du hast bei Marcuse hast du dieses, ich weiß, es wird nie wieder gut, aber so viel wie möglich rüber retten müssen wir doch versuchen. Weitermachen heißt nicht nur weitermachen, sondern auch aufheben, weiterkauen. Und das ist das, was sozusagen, warum das Hegelbuch von ihm auf eine komische Art abstrakter ist. Du hast Lenin gesagt, in der Tat finde ich den jungen Hegel von Lukács für mich, was mich interessiert, viel interessanter, weil es viel näher ist an, also man hat das Gefühl, bei Marcuse ist es ein Alibi-Kapitel, wo er am Anfang sagt, die Voraussetzungen in Deutschland, das Bürgertum und so weiter, das will er aus dem Weg haben, um dann so richtig die große Truhe aufzumachen von Gesellschaftstheorie. Während Lukács die ganze Zeit dranbleibt an politischer Realität damals und so weiter. Trotzdem nervt mich das Klein-Klein manchmal und finde ich, das, was als positiv wahrgenommen wird, ist vielleicht einfach die Frechheit und Freiheit, die er sich nimmt, diese Luftaufnahmen zu machen. Selbst wenn sie negativ sind, aber dass jemand die Souveränität hat zu sagen, ich habe einen Zugriff auf das Ganze in dem, was ich hier schreibe, das alleine ist schon mit dem Wort, was du sagst, elektrisieren, beflügeln und so weiter. Und sein eigener Treibstoff dafür sind dann aber Ereignisse. Vietnam, so. Ja, ich glaube schon in der Lektüre ist wirklich ein großartiger Dialektiker. Man mag das Wort nicht aussprechen, weil das so missbraucht ist. Nehmen wir nur mal sowas wie ausführlich er das im eindimensionalen Menschen das glückliche Bewusstsein beschreibt. Ne? Dass das ohne Schuld und ohne Scham ist, welche Gleichgültigkeit die Menschen hässlich macht. Dass alles passieren kann, aber das Schlimmste ist, wenn es leider regnet an dem Tag, wo man an See fahren wollte. So etwas. Das ist ja eine Realität, in der wir leben, dass wir das wissen einfach. Wir wissen, dass ein ganz kleiner Teil ist irgendwie schwerst beunruhigt oder aufgebracht, wenn Deutschland zum ersten Mal wieder Krieg führt in Jugoslawien. Und die Demos in der Innenstadt und da laufen Tausende, Zehntausende rum. Die haben es in den Nachrichten gehört, aber sie sind auf der Suche nach einem günstigen Angebot einer Konsumware. Und gleichzeitig schreibt er, und darum geht es mir, das glückliche Bewusstsein ist eine dünne Oberfläche über Angst, Frustration und Ekel. Das heißt, immer gleichzeitig sagt er sowas wie, Leute, ich weiß, warum ihr Angst vor Muße habt. Ihr dürft nicht ins Denken kommen. Weder über die Gesellschaft, noch über euer Leben. Wenn das Hirn angeht, tut's weh. Auch ihr euch. Ihr dürft nicht ins Denken kommen. Ihr müsst Amüsement, ihr müsst dieses belästigende Hordenverhalten an den Tag legen, weil ich glaube euer glückliches Bewusstsein letztinstanzlich nicht. Das ist, glaube ich, der große Unterschied des eindimensionalen Menschen zur bloßen Menschheitsbeschimpfung, die sich vielleicht in der einen oder anderen Zuschrift fürs Programmheft spiegelt, die ich mit Genuss lese, also mit großem Genuss. Ja, es gibt diesen Nestroy-Satz, die Menschen sind gut, nur die Leute sind ein Gesindel. So, und diesen Abstand, der ist die ganze Zeit in dem Buch. Das wobei Marcuse, glaube ich, aber eben auch weiß, warum, also oder zumindest für die Leute auch eine Lanze bricht und ja auch für die empirischen Weise Leute, meinst du? Bespricht, also irgendwie auch versteht oder den Leuten oder uns als Lesern auch sagt, ja klar, dass ihr da irgendwie das glückliche Bewusstsein habt, die falschen Bedürfnisse. Er tut auch nicht so, als ob er draußen steht. Genau, nicht. Und er versteht eben auch, warum wir, wenn wir von dieser ganzen Scheiße umgeben sind, auch die Chance vielleicht auch gar nicht haben, uns von außen zu betrachten. Und das find ich dann wieder aufregend, dass er tatsächlich da irgendwie eine Lanze bricht für Leute, für die Menschen, an die er schreibt oder die, wo er weiß, dass die es vielleicht rezipieren, was er da schreibt. Eben so, ja, es ist, weil er ja eben auch von dieser Krux spricht, so wie wenn du drinnen bist, ist es halt sehr schwer, über die Emanzipation aus diesen Verhältnissen nachzudenken. Du kannst es eigentlich nur von außen machen, aber rauskommst du eigentlich nur, wenn du von außen drauf geguckt hast. Und gleichzeitig das, was du beschreibst, könnte ja auch so ein Lebenshilfeautor sein. Ja, ja, natürlich. Das ist er aber nicht, weil er nie dieses hat. Also für mich war immer der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Arzt. Ein schlechter ist für mich einer, der so Mitgefühl hat und mir erzählt, das muss ja schlimm sein und so. Ich will einen Automechaniker. Genau, ja. Ich will einen, der sagt, interessantes Problem,
wenn wir das hinkriegen, sterben sie nicht. Genau, wenn sie weitermachen, werden sie sterben. Wenn sie das bleiben lassen, können sie überleben. Und wenn du diesen unpathetischen Schlussabsatz, wo er sagt, die Arbeitslosen und so weiter, dann ist das nirgendwo Sozialfürsorge irgendwie, oh, komm mal her, du Armer oder so, sondern, ja, ihr armen Arschlöcher, ihr müsst halt irgendwie schaffen, aber vielleicht, keine Ahnung, es gibt kein, wie heißt der Satz, es gibt kein Anzeichen dafür, dass das gut ausgeht oder sowas. Also auch gerade in dieser Negativität der Formulierung, es gibt keine Anzeichen. Ja. Sagt so, es ist aber möglich, aber so, ich nehme euch ernst. Ja, genau. Ich nehme euch ernst in eurer Versautheit, ich nehme euch ernst in eurer... Ja, und vor allem, ihr seid auch gar nicht unbedingt immanent schuld an eurer Versautheit, sondern es gibt andere... Aber ihr seid auch keine Opfer. Nee, das auch nicht, aber es gibt Faktoren, die euch dazu machen. So, und, Dialektiker, genau. Ja. Toll. Ja, wie der mit den Leuten redet, genau. Ja. Also wie er mit den Leuten redet, ist einfach so ein... Ja, also nimmt auch mich ernst, obwohl ich die ganzen Tabellen nicht durchrechnen kann. So, weißt du? Also ich fühle mich ernst genommen, wirklich. Und es ist nicht so, da steht jemand da und sagt mir, die bessere Welt sollte so und so sein und bist du zu blöd dafür, das zu verstehen, sondern es ist eher so, ich verstehe, auch wenn du es nicht verstehst. Das ist von Kundenservice oder sowas. Genau. Nein, guck mal, dass es die Tabellen nicht gibt und sowas, das macht natürlich eine Schwäche aus im eindimensionalen Menschen. Und zwar die, dass man merkt dem eindimensionalen Menschen an, dass er sich so etwas wie kapitalistische Krise nicht vorstellen kann. Ich glaube, das ist eine Sache, die man mit aller Vorsicht über die kritische Theorie als Ganzes sagen darf. Es sind doch mindestens 10 Sätze in dem Buch, die ungefähr aussagen, dass der wachsende Wohlstand in den hochindustrialisierten Staaten unverhinderbar weitergehen wird. Das ist, er kann sich sowas wie, oder es kommt sowas wie Niederlage auf dem Weltmarkt und plötzlich knallt das rein wie in Griechenland. Ja. Nicht vor. Das und ist, also insofern ist es, hat überhaupt ist es vielleicht gut für uns, dass es diesen Fehler gibt. Weil der Fehler ermöglicht ja heute etwas. Also in der Zeit, in der ich lebe, heißt ja eigentlich progressiv sein. Wenn ich von ganz kleinen Seiten, ausgetrockneten Seitenarmen absehe, sehnsüchtig sein nach der Zeit, die er als Hölle der Gesellschaft im Überfluss beschreibt. Regulierte Arbeitsverhältnisse, wachsende konsumtive Möglichkeiten, gute Lohnabschlüsse, keine Leiharbeit. Man brauchte nicht mal einen Mindestlohn, weil das haben die Gewerkschaften besser geregelt. Partizipation am wachsenden Wohlstand, das beschreibt er als Hölle. Und wenn ich einfach sehe, was um mich rum ist, ist es die Sehnsucht nach der Zeit von Helmut Schmidt. Wir haben das Konzept, wie die Krise gemeistert wird. Wir wollen reelle Löhne für reelle Arbeit. Interessiert uns nicht, ob Lohnarbeit etwas Demütigendes jenseits der Frage der Lohnhöhe sein könnte. Wir wollen eigentlich den regulierten Kapitalismus und sagen, das ist links. Und dagegen steht Marcuse so fundamental. Ich finde, das ist das Moment, was den Kopf aufmacht. Ja, aber aber in jeglicher Hinsicht wünscht man sich da zurück. Also quasi die Gesellschaft wünscht sich eigentlich in die 50er Jahre, aber man wünscht sich ja auch wieder so eine fundamentale Kritik. Die gibt's ja, also so, die kennt man. Also ich bin auch noch da vermutlich relativ jung, also in meiner Zeit. Das ist ja auch, glaube ich, das Spannende an Sachen wie Marcuse oder so Dingen aus der Zeit, dass es halt so fundamental unversöhnlich ist. Überhaupt nicht reformwillig irgendwie. So. Das finde ich schon auch so das Spannende. Dass es das aber auch nicht mehr so gibt, finde ich. So. Also er hat auf jeden Fall den Vorteil, dass sozusagen, es ist fast so, so wie er würde man schreiben in einer Welt, in der der Huxley recht hat und nicht der Orwell. Also in der nicht unterdrückt wird und in der die Leute nicht arm sind, sondern in der sie alle gekauft sind, alle wie so Ratten mit einer Elektrode im Kopf, die das Glückszentrum die ganze Zeit reizt und trotzdem muss man dagegen sein, obwohl alle grinsen und so weiter. Aber er hat, das stimmt, was du sagst, er hat ja dann auch so Beweisführungen drin, warum die Arbeiterbewegung sowieso auch nicht mehr gehen würde, weil dann hat er irgendwo so eine Ableitung, ich weiß nicht, ob es im Hegelbuch ist, in dieser Nachschrift: Na, wenn die heute streiken würden, dann würde das halt verlegt werden, irgendwohin, wo die Leute noch für weniger und so weiter. Also wir brauchen gar nicht mehr über Streik reden, wir brauchen keine Gewerkschaft mehr. Und was daran falsch ist, ist natürlich, dass wir jetzt sehen, na okay, also wenn
das Kapital sagt, wir exportieren das alles und produzieren, wo billiger ist, naja, dann sieht der Streik nur anders aus, dann streiken halt die Transportarbeiter oder so. Das heißt, es gibt schon einen Spielraum, aber dass er sagt, es gibt keinen, ist deswegen so erfrischend, weil er sagt, wenn es keinen mehr gibt, kann man immer noch gegen das alles denken. Und das ist super wichtig, weil es historisch einfach, man gesehen hat, sozusagen nach 1917 war die Situation doch häufiger, dass gar nichts mehr geht. Ja. Und dass man deswegen, was macht man dann, wenn gar nichts mehr geht? Und ich glaube, du hast es mal geschrieben, ja, dann sagt man immer noch, wie die Kuhscheiße aufs Dach gekommen ist, ja, sozusagen. Ja, oder er nennt es, er sagt, absolute Negation. Die letzte Chance, genau. Das ich. Und das ist so, das ist diese Geschichte. Da brauchst du dann keine Gewerkschaften dazu. Da brauchst du keinen Glauben daran, dass das dass Helmut Schmidt das macht, sondern dann, dann kannst du jedenfalls, ja, es ist ein problematisches Konzept, aber ein. Und es berühren sich da halt die Gegensätze, weil das ist hilfreich in der äußersten Bedrängnis, also wenn du eingesperrt bist und so irgendwo im Straflager bist, aber auch in der äußersten Saturiertheit. Ist das in beiden Fällen ist das die richtige Position. Wenn du komplett bestochen bist, und sozusagen entmündigt bist, aber irgendwie gewogen wirst und gestreichelt wirst, oder wenn du nur noch auf die Fresse kriegst. An beiden Extrempunkten geht es um eine Wiedergewinnung von Spielraum, weil sozusagen, weil die schlimmsten Situationen ja nicht die sind, die absolut als Situation schlimm sind, sondern die mit keinem Ausweg. Also so, man kann ja durch ganz viel Scheiße auch durch, wenn man das Gefühl hat, es gibt irgendeine Perspektive. So, also es geht ja nicht darum, die schlimmste historische Zeit ist die, wo wir irgendwie gepeitscht werden oder so, sondern die schlimmste ist die, die kann auch aussehen wie ein Vorgartenparadies, aber wenn du sagst, jetzt ist die Geschichte immer zu Ende, so wie es jetzt ist, bleibt es. Und da sagen die Bücher, ich will nicht. Keiner fängt von Sachen an zu schwärmen, die überhaupt nicht angelegt sind im eindimensionalen Menschen, wirklich. Also wenn man sagt, er verstößt gegen manches theoretische Postulat aus dem eindimensionalen Menschen in so Schriften wie Versuch über die Befreiung oder Konterrevolution und Revolte, hat man bestimmt recht. Also er liebäugelt mit dem Generalstreik. Auf einmal doch. Ja. Das passt nicht so richtig zum, das Proletariat ist vollständig integriert. Ja. Er freut sich über französische Experimente, wo Intellektuelle und Arbeiter Betriebszellen gründen. Er freut sich über bestimmte Sätze von Rosanna Rossandra, von ihrem Manifesto zum Thema, es geht nicht um Verteilung, wir wollen ganz anders arbeiten. Also er freut sich, dass in der Jungarbeiterschaft der USA sowas wie Verweigerung, Arbeitsunlust, Abhauen, nicht zur Arbeit kommen, wie wir es aus Easy Rider oder so kennen, aufbricht. Man kann fast sagen, er freut sich über ein paar Sachen zu viel, weil manchmal betrachtet er Hippies und sagt, Mensch, immerhin, die wollen keinen besseren Fernseher, sondern gar keinen, ist doch auch was los. Ja. Ne? Da muss man über ihn aus heutiger Sicht schmunzeln. Aber dieses Moment, wo er ist ja ein bisschen mitschuldiger an dem, was du Seifenblasen genannt hast, das merkt er ja. Ne? Wenn du zu lange schreibst über das Thema Bedeutung der Fantasie, und zwar richtig schreibst, und hast dann Hayopais um dich, die denken, das eigentliche Kern des Lebens ist die Selbsterfahrungsgruppe. Und sowas. Dann schreibt er plötzlich das Wort, was nötig ist, ist revolutionäre Disziplin. Ja. So ein Hass hat er auf die Selbst. Er sagt plötzlich, was er gar nicht leiden kann, ist das Clowneske und Pubertäre in den Protestformen. Und so. Aber er bleibt dabei. Also, er hat den Mut, was ja eine ganz andere Kritik ist, als wenn welche sagen, das sind jetzt Faschisten, weil sie mal laut werden. Oder so. Aber er sagt, nein, das sind Kinder und das nervt. Nee, aber er hat den Mut, sich eben zu seiner Zeit mit Zeitphänomenen auseinanderzusetzen. Also er zieht sich nicht auf eine theoretische Position zurück, sondern er geht das Risiko ein, dass er vielleicht mit den falschen Leuten gerade mitläuft oder mit denen zusammen irgendwie etwas abfeiert, was vielleicht dann im Endeffekt zu dem Ergebnis führt, was wir jetzt ja alle kennen. Und das finde ich schon auch etwas, was man ihm wirklich zugutehalten muss, dass er sich traut, auch quasi diesen einen Schritt zu gehen, der ein Fehler sein könnte. Ich weiß nicht, ob er das wirklich reflektiert hat, aber zumindest setzt er sich nicht hin und sagt, ich bin Professor und sitze in meiner Universität und mir ist alles wurscht und ich mache theoretische Texte. Sondern und man hat den Eindruck, er greift das hat wieder mit dem zu tun, was du vorhin gesagt hast. Damit redet er auch gleichzeitig mit denen. Er begeistert sich nicht für sie als die anderen, sondern er schreibt es hin, weil er weiß, die lesen das wahrscheinlich. Ja, genau. Und dann müssen wir nämlich reden, so, weil ich weiß doch ein paar Sachen, die ihr nicht wisst. Ja. Er lügt einfach in einem Brief an Adorno. Ja. In einem Brief an Adorno schreibt er, ich gebe den jungen Leuten keinerlei Ratschläge. Ja. Und die müssen wovon handeln denn die Bücher so? Ja, genau. Natürlich, er kann es nicht aushalten.
Also hat Hummeln den Arsch, wie man so sagt. Ne? Mhm. Und das finde ich interessant. Guck mal sowas wie, ne, er hat ja viel gearbeitet zu den affirmativen Aspekten der Kultur oder sowas. Ne? Und dann kommt er ins Schwärmen von Bob Dylan. Wo man auch, da haben wir ja, vorhin drüber mutig, geredet. Da haben wir ja, gerade drüber geredet. Es ist auch Mut, es ist auch toll, seine Tür offen zu lassen, da in seinem Ding zu sitzen. Hier, meine Tür ist offen. Hey, ich bin ein alter Professor und beschäftige mich mit Bob Dylan. Aber auch Bob Dylan muss man sich überlegen, 64. Das ist so, wenn du Kanye West hören würdest. Ja. Ganz ehrlich. Muss 1964 so sagen, Bob Dylan zu hören, ist so, als wenn Thomas Kanye West hören würde. Ja. Und das ist schon, also da ist nämlich, da ist Bob Dylan noch nicht kanonisiert, 1964. Nein, 64 ist es noch da ist der echt so der heißeste Scheiß. Also das ist wahrscheinlich progressiver als die Musik, die ich zu Hause höre, was also, Marcuse damals gehört hat. So, ne? Also zu dem was Zeitpunkt. Mir eigentlich eine größere Nähe zu Marcuse, also eine große Nähe, ich weiß nicht, größere, ich will das nicht vergleichen, aber irgendwas an diesem Marcuse ist ja auch Imagine. Ja. Aber das sind wir dann bei der Fantasie. And no religion too. Also das ist schon dieser... ich meine, Lennon war ja auch nicht auf den Kopf gefallen und wusste in etwa, was er da tut. Und dass er einfach sagt, er weiß ja auch, das ist ziemlich weit weg, aber denk wenigstens mal drüber nach. Das ist schon... Ja, gerade eben auch, wenn er über Kultur oder Kunst spricht und sich dann irgendwie auf die Surrealisten bezieht und so und dann so Sachen sagt, wie irgendwie im Pariser... Mai, da standen zwei Namen an den Wänden, Marx und Breton. Das ist halt, finde ich dann vielleicht auch eben, weil ich mich natürlich als Kulturschaffender mehr mit sowas beschäftige, als eben mit den drei Bänden des Kapitals, dann irgendwie aufregend, dass so jemand sich dann da hinsetzt und den dann nochmal irgendwie, den Leuten, die ihm zuhören, auch nochmal sagt, so ja, dieses Abgedrehte ist in Ordnung. So, also klar muss das in Bahn gelenkt, oder was heißt in Bahn gelenkt werden, ihr dürft jetzt nicht zu sehr abdrehen, aber ich finde das auch super, dass ihr abdreht. So, also das auch gut zu finden und nicht zu sagen, okay, wir müssen jetzt vernünftig sein und ganz klar nachdenken, wie können wir zur Revolution kommen, sondern so, nee, dreht mal frei. Das kann auch zu einem Ergebnis führen. Jedenfalls kann man heute, wenn man zwischen 68 und heute rekapituliert, sagen, dass eigentlich auf allen Seiten die Sicherheit, dass es nur einen richtigen Weg gegeben hätte und dass der von den anderen konkurrierenden Glaubensrichtungen, um das scherzhaft zu sagen, boykottiert worden ist, daran sei alles gescheitert. Also wenn sagen wir mal, so eine Type wie der Kraushaar schreibt, wir waren so schön am Gewinnen und dann kamen diese ganzen DKP-Arschlöcher und haben das verraten. Oder das gleiche Argument von unser einem gegen lange Jahre gegenüber der RAF, bei aller scharfen Kritik und so, aber wir haben uns da, denke ich mir, habe ich jedenfalls heute eine Art schlechtes Gewissen. Wir haben uns damals doch auch Töne erlaubt, die so basierten auf dem, jetzt sind wir gerade dabei, den Sozialismus durchzusetzen. Und dann kommen diese Provokateure und machen uns alles kaputt. Ja? Also diese Haltung hattest du ja bei vielen dieser Fraktionen, die da tätig waren. Und was mich noch... Ihr seid zu jung, ihr wart ja nicht dabei. Nee. Was mich noch interessieren würde, ist, ihr natürlich seid ihr als Teile einer linken Musikszene, kann man wohl sagen, mehr oder weniger, seid ihr auch, weil schon der Begriff Szene sagt es ja sozusagen, gehört ihr zu den ausgefransten Resten von 68 irgendwie dazu. Aber ihr habt das nun nicht mehr erlebt. Wie seid ihr zu Marcuse gekommen und wie war das Thomas oder hattet ihr das vorher schon?
Also ich habe das, glaube ich, schon mal vor 10 Jahren gelesen und jetzt nochmal quasi, aber auch schon das meiste, glaube ich, wieder so vergessen. Also vergessen, aber jetzt, ja, also so zu einer Zeit, wo vermutlich eher sowas wie die Situationisten für mich wichtig waren, war das dann auch so, ja, ziemlich genau 10 Jahre wird das her sein, aber schon auch dann über so einen erweiterten Unikreis. So. Aber dann schon wieder, also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, der wird jetzt 50 und ich muss was machen. Das war schon Thomas. Ja. Ich glaube auch, das ist ja eben, aber bei mir war es auch ungefähr so, dass ich auch nicht verstehend es mal gelesen habe oder drin rumgelesen habe, muss man glaube ich ehrlicherweise sagen, mit 18, 19 oder so. Und das ist dann schon der ausschlaggebende Punkt jetzt Thomas war, eben auch in einer längeren Zusammenarbeit mit Thomas, wo Thomas dann auch einfach meinte, dass es so ein bisschen, ich will jetzt nicht zu hoch greifen, aber ein sehr wichtiges Buch für dein Leben war irgendwie. Und dass dann, da ich Thomas politisch und als Mensch sehr schätze, mich das natürlich dann nochmal ganz neu interessiert hat. Und dann, als wir angefangen haben, wirklich, was ich vorhin erzählt habe, das dann gelesen habe und auf einmal ein ganz anderes Gefühl mich beschlich als bei vielen oder bei den meisten theoretischen Dingen, die ich sonst politisch lese. Also dass wirklich ein, ich versuche jetzt mal einen wenig pathetischen Satz daraus zu formulieren. Also, oder ich mache es mal pathetisch, ein künstlerisches Feuer in einem zu entzünden. Das ist wirklich, ich habe das gelesen und es ging etwas los, was eben was anderes ist als das, was man sonst so macht. Also gerade in meiner Arbeit, wo man so ein bisschen das kritische Denken oder Nachdenken über die Gesellschaft so ein bisschen im Privaten macht und in der Arbeit hat es eigentlich kaum noch Platz, weil man nicht genau weiß, wie man sowas überhaupt umsetzen könnte, ohne zu didaktisch zu werden. Das ist bei Marcuse dann auf einmal eben nicht so gewesen. Da hatte ich das Gefühl, da kann man wirklich etwas mit tun und das erzählt mir etwas, was sich auch auf einer Bühne umsetzen lässt, wo ich bei Adorno zum Beispiel zweifeln würde, dass man das hinbekommt. Weiß ich nicht, vielleicht probieren wir das nächstes Jahr, aber was wird aber da 50? Wir machen ja gleich eine kleine Pause und sprechen über das Konstruktive. Dann ist eine also gute Gelegenheit. Also Marcuse Spuren finde ich glaube, so wenn ich die letzten 15 Jahre Thomas reflektiere und einfach sage, auch Thomas, der hat ganz schön viel Vorträge und Podiumsdiskussionen, gehören zu meinem Leben. Ne? Die Nachfrage sinkt und der Erste ist ein Absteigender, aber trotzdem gibt es das. Ich glaube, dass ich kaum einen Autor häufiger zitiert habe als Marcuse. In den letzten 5 Jahren? 15. 15 schon? Ja, das glaube ich. Ich muss sagen, dass im Firmenhandel einfach auch sehr viel Marcuse was drin ist. Was für eine Rolle Marcuse im Firmenhandel... Ja, das ist aber noch keine 15 Jahre. Nein. Nein, das ist, glaube ich, erst 2 Jahre. Ich wollte eigentlich damit sagen, diese Lektüre kehrt zurück in Situationen, wo man praktisch ratlos ist. Jetzt eine teuflische Frage. Sind es die Inhalte, weil du ja mehrfach heute so qualifizierend eingegriffen hast in deine Referate der Inhalte, wo du sagst, wobei oder zwar, oder ist es der Ton, was ich völlig legitim fände? Also brauchst du in den letzten 15 Jahren die Stimme mehr oder brauchst du die Aussagen mehr? Oh. Oder kannst du das überhaupt nicht trennen? Doch, ich bin leider ein Kopfmensch. Leider. Ich würde gerne die Fähigkeit haben, auch vom Sound hingerissen zu sein, aber funktioniert bei mir nicht immer so gut, deswegen bin ich ja froh, mit wem ich hier zusammenarbeiten kann. ich wollte sagen, dieses Marcuse ist ein, anders ausgedrückt, ich fühle mich umzingelt von verordnetem Optimismus, wenn ich in der Linken rumlaufe. Ich fühle mich umzingelt von furchtbarer Rhetorik, die irgendetwas passiert, läuft ganz gut und es ist der Durchbruch. So etwas. So. Also wahrscheinlich das auswertende Flugblatt zu Blockupy in Frankfurt wird wieder irgendeine Behauptung aufstellen, dass seit diesem Tag Deutschland nicht mehr ist, was es mal war, weil so und so viele Leute da waren oder wenn weniger da waren, dann wird der Optimismus anders verpackt. Mit Marcuse ist es möglich zu sagen, nein, wir sind in den Arsch gekniffen und chancenlos, aber das ist kein Grund. Es ist kein Grund. Resignation ist nicht wissen, was man machen soll, sondern Resignation ist einverstanden sein mit dem Bestehenden. Jemand, der sich gelungen therapieren lässt, vollzieht mehr Resignation als jemand, der in die Klapse geht. Zugespitzt und niemanden wünsche ich die Klapse. Das wollte ich damit nicht sagen, ist klar. Und diese gesellschaftliche Situation zu ertragen und zu sagen, das führt mich in keine absolute Passivität. Dafür ist Marcuse ein wichtiger Mann. Der andere, den ich
der damit ringen würde, wen ich am meisten zitierte, wäre Johannes Agnoli, ganz klar. Wenn man darüber sprechen will, wie funktioniert die Integrationsmechanismen jenseits von Sozialpsychologie, wo Agnoli nicht so viel Ahnung von hat, dann kommt der oft vor. Aber diese beiden sind wie Stützen. Sind für Stützen für den Gedanken, in trostloser Zeit ist die erste und höchste Aufgabe, kluge Gedanken zu retten. Bei der Lektüre von Implex habe ich manchmal immer das Gefühl gehabt, du erpresst oder ihr erpresst mich auch zum Optimismus. Es gibt da so eine Passage, da schreibst du sinngemäß, die kritische Theorie hat fast immer recht, aber sie ist so entmutigend. Dann denke ich, was ist das denn für ein Satz? Also, hat fast immer recht, aber ist so entmutigend. Das sind, da hat der Dark aber scheiße geschrieben, denke ich dann, weil das brauche ich nicht. Oder ich will auch nicht informiert werden über, es geht ganz gut voran mit einer Frauengruppe in Mali. Sondern dann will ich lieber die Trostlosigkeit des Zustands der Welt an mich ranlassen. Ich brauche das nicht, will ich damit sagen. Ich glaube, das ist auch ein Beispiel. Weil du mich direkt angesprochen hast. Ja, hau zurück. Nee, ich will gar nicht zurückhauen, sondern ich glaube, das hat jetzt tatsächlich auch einen biografischen Kern. Für uns beide, also wir sind 70 geboren, wir sind rein in die politischen Sachen, als sie gerade überall zusammengebrochen sind. So, also mein Anfang oder der Moment, wo ich sage, ich bin Sozialist, ist der Moment 88, 89, 90. So, und zwar nicht Sozialist im Sinne von, das wäre aber schön, wenn die Leute nicht so viel unterdrückt würden, sondern wirklich sozialistisches Lager und so weiter. Und in dem Moment kracht das alles zusammen. Das heißt, die Prämisse für Barbara und mich ist, es ist sowieso alles scheiße und es ist nichts geworden. Und verstehst du, was ich meine? Wenn die Prämisse ist, wenn du nie, wir haben in unserem ganzen politisch denkenden Leben keinen Moment erlebt, wo wir dachten, jetzt geht's ab, jetzt wird's gut. Ja. So. Und das bedingt ein anderes Schreiben. Also für uns ist die Entdeckung größer zu sagen, es ist aber trotzdem nicht alles sinnlos. Deswegen staunen wir das an, sozusagen. Das, wenn wir also das finde ich ganz super, weil so geht es mir, glaube ich, auch und warum wir, glaube ich, auch manchmal unterschiedlicher Meinung sind. Es war schon alles kaputt, als wir den Laden betreten haben, aber wir haben gesehen, was anderes als dieser Laden, der hier kaputt ist, interessiert uns nicht. So. Ja. Verstehst du, was ich meine? So. Ja, ich verstehe es sehr gut. Aber ich glaube, was so ein bisschen, was Thomas meint, ich bin da so ein bisschen zwischen den Polen, glaube ich. Ja. Was mich dann an Marcuse, wo wir auch ein bisschen textlich mit rumgearbeitet haben, dann schon fasziniert es eben immer diese Aussage, wenn die Sehnsucht darüber nicht hinausgeht. Und das ist schon das, so in meiner politischen Sozialisation habe ich schon das Gefühl, es befindet sich alles immer so auf so Nebenschauplätzen. Man kämpft irgendwie, hier irgendwie macht man eine Fokü und da geht es irgendwie, weiß ich nicht, da soll dieser eine Platz nicht bebaut werden. Es wird immer so und also so kleinteilig. Und da finde ich eben, dass das, was Thomas gerade beschrieben hat, so bei Marcuse eben, klar ist es negatorisch und es ist hoffnungslos, aber eben trotzdem sagen zu können, okay, wenn das echt politisch sein bedeutet, was wir da teilweise kleinteilig in irgendwelchen AJZs machen, wenn die Sehnsucht darüber nicht hinausgeht, vollkommen, dann haben wir echt hundertprozentig einig. Der Punkt ist nur, dass es ist so eine Art von historischen Zeitverhältnissen, wenn du praktisch denkst, mir geht es eigentlich immer besser als vor 5 Jahren, aber schlechter als letzte Woche. Und das ist trotzdem seit 5 Jahren so. Und das kann eigentlich nicht sein. Und ich glaube, der Hintergrund dafür ist dieses Gefühl, was total verbreitet ist, über all diese Niederlagen, von 33 angefangen, all diese Katastrophen, ist immer dieses, dass nie gesagt wird, zu schwach gewesen, verloren, sondern immer sofort eine Klugscheißerei anfängt, konnte ja gar nicht klappen. Okay, das heißt, Theorie wird die ganze Zeit nur missbraucht, um zu erklären, warum irgendetwas, was einfach ein Gewaltergebnis ist, wo einfach jemand in die Fresse gekriegt hat und verloren hat, auch historisch so sein musste, weil ja sowieso bla bla bla. Und dagegen haben wir einen Effekt. Das heißt, natürlich war die Arbeit in den 40er Jahren und in der Dialektik der Aufklärung war die Aufgabe, erstmal zu klären, wie viel von den Prämissen ist vergiftet, ist verfault, wo haben wir uns überall geirrt, wo waren wir zu optimistisch und so weiter und dann diese Härte zu haben, diese Dinge zu sagen. Nur ich habe in meinem Leben erfahren, dass das missbraucht wird von Leuten, die es gar nicht mehr versuchen wollen, indem sie sagen, naja, der Bolschewismus war ja Quatsch, das steht doch in der Dialektik der Aufklärung. Ach, halt doch die Fresse. Yeah. Ja. Und ich glaube, das würden auch Adorno und Horkheimer zu einem bestimmten Zeitpunkt noch gesagt haben, dass das nicht der Sinn der Theorie ist. Eine Niederlage zu erklären, ist was ganz anderes, als eine Ausrede dafür zu finden, warum es sowieso nur schief gehen konnte und man es deswegen gar nicht mehr versucht. Das ist der Punkt.
Aber ich glaube, das hat Marcuse eben auch gar nicht, also das hat er, finde ich, nicht gemacht. Ja, und da finde ich ihn am klarsten. Aber ich finde das auch bei den anderen. Ich habe auch bei Adorno, es ist doch ganz klar, wenn jemand wirklich Bücher schreibt, in denen steht, es hat keinen Sinn, dem brauche ich doch eh nicht glauben, sonst würde er doch das Buch gar nicht schreiben. Ja, natürlich. Also, dass all diese Leute... Oder er ist dafür bezahlt. Oder er ist dafür bezahlt, das stimmt, das gibt es auch. Doch, die Handlanger, ganz viele. Die Handlanger, die stimmt, aber die lese ich halt nicht. Also so, weil da schlage ich die erste Seite auf und stelle fest, ach so, der will mir wieder mal erzählen, es ist in Ordnung so. Nee, lass mal. So, aber natürlich... Die linken Niederlagenbewältigungstheorien sozusagen sind super wichtig, nur sie sind für viele auch eine Autobahnausfahrt aus dem Linken überhaupt raus. Klar, aber es ist ja, wenn man sich dann überlegt, dass ein Kuhn Bendit sich jetzt hinsetzt und halt sagt, ja klar, den einen oder anderen Menschen, den gab es damals, den haben wir eigentlich alle gar nicht gelesen. Dann, das glaube ich sofort. Das glaube ich auch vielleicht sofort, ist ja auch wurscht, aber wenn der tatsächlich mit so einer apologetischen Haltung eben an das rangeht, was im Prinzip ja irgendwie seinen Aktivismus überhaupt befeuert hat, wenn man der Geschichte glauben mag, dann wird das Buch für mich eben wieder spannend, weil es dann nämlich genau gegen diese Leute geht, wenn ich jetzt mich damit auseinandersetze. Hm. Ja. Nur was du den Optimismus bei uns nennst, ist einfach nur die historische Erfahrung. Es ist immer wieder passiert, man dachte, es wird gut und auf einmal passiert eine große Scheiße, mit der die beste Theorie nicht gerechnet hat. Warum soll es nicht auch nochmal irgendwann andersrum laufen? Ja, ja, okay, da bin ich auch dabei. Wäre ich gerne dabei. Hm. Ja, ich auch, aber ich mache mir da keine Hoffnung. Das also. Ist ein Punkt, meine ich. Es ist ja mal andersrum gelaufen. Ja, aber Marcuse, das habt ihr ja nicht wollen. Nein, guck mal, Marcuse schreibt ja etwas über Revolution. Etwas, was wahrscheinlich bei uns eine gewisse Rolle spielt. Er sagt, in allen Revolutionen war das Moment der Sehnsucht nach Herrschaftsfreiheit präsent. Dieses ist nicht nur wegen... Nicht in der deutschen Revolution, der ersten friedlichen. Nein, die kann er ja noch nicht besprochen haben. Hätte man aber gern gelesen. Ja. Allein wie er die Pullis beschreibt. Er sagt, dass das abhanden gekommen ist, lag nicht nur an mangelndem Klassenbewusstsein, unglücklichen Kräfteverhältnissen unterlegen, sondern er will untersuchen, was in den Menschen selber zur Sehnsucht nach dem Beherrschtwerden führt. Und dann schreibt er, in diesem Sinne ist jede Revolution noch eine verratene gewesen. Und diesen Blick möchte ich auch auf Rebellion behalten. Ich möchte sagen können, was sich da abgespielt hat in dem Hörsaal des Audimax, war ein großer Moment, egal was aus den Leuten später, und wir wissen für viele. Aber wir kennen die Bilder, geworden ist. Wie sie dahinter sitzen. Wir, das wissen wir, aber trotzdem war es dieser Moment des Überschüssigen. Und die Eingemeindung von 68, die wir ja erleben. 68 ist ja kein Bär. Das ist ja nur bei den linken Dissidenten. Die sind ein idiotischer Seitenarm. Die müssen unbedingt aufschreiben, das alles war nur Vorspiel zu Terror und Gewalt der RAF. Und wir waren die Nazis. Ja, ja, meine ich. Götz Ali. Ja, das müssen die Zwanker. Aber in Wirklichkeit kommt 68, was ja in einigen Jahren auch 50 wird und geehrt wird, in den Status, wo deutscher Stolz auf deutsche Rebellion praktiziert werden wird. Mhm. In Abstraktion. Wieder wie die Anti-Napoleon-Kriege, ja, ja. Patriotischer Scheiß. Abstraktion vom Inhalt wird gesagt, hat doch modernisiert, hat doch die Welt lockerer gemacht, denkt doch mal daran und so weiter. Ohne das hätten wir doch nie wieder Krieg führen können. Die du oft genug zitiert hast. Und es gibt eben in Frankfurt den Theodor-Adorno-Platz mit Denkmal. Und die Bürgermeisterin hält eben eine Rede, wo sie lügt, dass sich die Balken biegen. Theodor W. Adorno hat wie nur wenige diese Stadt geprägt. Ja. So, jeder weiß, er hat gar nichts geprägt. Alles, was er wollte, ist da nicht präsent. Es gibt eine Rudi-Dutschke-Straße. Es nützt nichts, ob irgendwelche Linke schreiben, der war auch in Bomben verstrickt oder sowas. Die gibt es, wir sind stolz darauf. Und zu sagen, euer Stolz geht nur, indem ihr wirklich wegmacht, was da an überschüssiger Sehnsucht war. Das ist eine Aufgabe, das zu verteidigen. Gott, ja, historische Ereignisse, die Kommune, das 1917, gehen eben weder auf in dem, was dann danach kam und dabei rauskam, noch in irgendeiner Theorie, sei sie positiv oder negativ, sondern beides kriegt es nicht ganz zu fassen. Und das hat man das Gefühl, ist bei ihm eben auch dauernd präsent. Ja. Und jetzt hört ihr die zweite Hälfte von der Diskussionsrunde. Okay, also Journalistenmodus. Ich habe eine Stelle
im eindimensionalen Menschen, wo er so sagt, also wo ich merke, dass sein Kulturbezug anders als bei Adorno oder Bloch, wenn die sich auf große Musik oder sowas beziehen, dann ist es immer gleich so, wir können auch so schön schreiben, wie das klingt sozusagen. Mhm. Seiner ist wieder dieses respektvolle Anreden. Er sagt, ja, die Kultur sinkt nicht zur Massenkultur ab, sondern diese Welt jetzt, diese bürgerliche Welt hat sie komplett verraten. Das heißt, du hast den Eindruck, er hat einen respektvollen Abstand dazu. Er instrumentalisiert sie auch nie politisch. Also er sagt nie, eine Kunst ist nur so gut, wie sie seinen Befreiungszielen dient, sondern sie ist an sich ein Wert. Mhm. Aber mehr sagt er darüber eigentlich nicht. Ist es nicht so? Also, wie klingt es? Ja. Also, ist nicht so ein interessanter Punkt, dass er quasi dem ein bisschen nachtrauert, dass es mal so zwei Welten gab, quasi, also dass quasi die höhere Kultur neben der Gesellschaft hat stehen können und deswegen auch fähig war zu kritisieren und so, und das ist ja etwas, das mich umtreibt, wo ich auch nicht rüberkomme mehr, aber dieses von vornherein, diese Interpretation oder diese quasi, es ist verdammt schwierig, einfach irgendwas zu machen, wenn man sagt, nein, so ist es nicht, gerade wenn man eintritt in den Medienwahnsinn. Und das macht man halt sofort. Und ich glaube, es ist schon die Frage, die man sich von Anfang an stellt, warum zu Marcuse Lieder ganz ohne sich wie ein Scharlatan vorzukommen. Das ist schon sehr schwierig, mit dem wir schon immer noch kämpfen, so ein bisschen, ne? Ja, weil ihr ja den Abstand wegnehmt, den er hat sozusagen. Er hat diesen respektvollen Abstand, sagt, die machen auch was Wertvolles. Ihr sagt aber, komm doch mal her. Also so. Und das ist, man kommt sich so vor, als ob man ihm über die Straße hilft, obwohl er da vielleicht gar nicht hin will. Ja, das würde ich, genau das versuchen wir, glaube ich, zu vermeiden. Okay. Also ich würde eher sagen, dass wir auch versuchen, den respektvollen Abstand zu haben. Also ich maß mir jetzt nicht an, Marcuse durchdrungen zu haben und da fließen dann Songs aus meinen Fingern, die inspiriert sind von den Ideen, sondern eher... Man versucht irgendwie mit dem umzugehen, was man davon verstanden hat und dann zu schauen, was dabei rauskommt. Und das war, glaube ich, in der ersten Idee hätte ich mir was vollkommen anderes vorgestellt, was wir machen. Also ich hatte tatsächlich die Idee und auch die Angst davor, dass es so ein bisschen ein lustiges Potpourri wird. Irgendwie Christoph Schreuf schreibt seine Christoph Schreuf-Lieder, Andreas Spechtel schreibt seine Andreas Spechtel-Lieder. Wie ein Tributalbum sozusagen. Genau, und ich schreibe doch wieder alle nur, sie selber sind. Genau, so. Und das war auch am Anfang so, als wir angefangen haben. Ganz lang, also eigentlich bis vor zwei Wochen. Genau, und dann waren wir eben bei Thomas Ebermann, macht er immer da seine Klausur in Graz irgendwie über den Sommer, und da waren wir ihn besuchen und haben da auch relativ naiv uns einfach irgendwie in einen Proberaum begeben und so ein bisschen drauf losgewerkelt an unseren Liedern, weil wir in den Gesprächen, die wir, bevor wir in den Proberaum gegangen sind, in den ersten zwei Tagen in Graz gemerkt haben, dass das, was wir vorher gemacht haben, dem eigentlich nicht gerecht wird. Also wenn man sich quasi mit so einer großen theoretischen Idee beschäftigt, dann muss das, was wir da musikalisch machen, irgendwie auch damit zu tun haben. Also da kann man nicht einfach nur ein paar Textzeilen nehmen und dann eine lustige Melodie dazu schreiben, sondern das muss irgendwie auch formell damit was zu tun haben. Ja, aber der Grad ist halt schwierig zwischen Lehrstück und nur so Tribute-Ding irgendwie so. Ich finde, das ist ganz... Aber ich meine, es kommt ja von einem Verständnis von sozusagen Pop oder populärer Musik. Ja. Und weil mir fällt halt immer ein, Cornelius Cardio, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, englischer Komponist, Kommunist, Marxist-Leninist, kommt aus einer Avantgarde-Tradition, also hat bei Stockhausen und Cage studiert und dann in der Zeit seiner sehr ernsten Politisierung eine Broschüre geschrieben, Stockhausen dient dem Imperialismus. Und so richtig drauf, ja? Okay. Gut, und dann hat er gemerkt, okay, wenn er weiter diese avantgardistische Musik macht, das passt nicht zu antirassistischen Stadtteilfestivals oder so, wo er arbeiten wollte. Und das heißt, er hat angefangen, Popmusik zu schreiben, aber als jemand, der sich für Popmusik gar nicht interessiert. Das heißt, er wollte Stücke schreiben, die man singen kann. Und dann hat er festgestellt, dass das irgendwie ganz scheiße ist oder komisch ist, wenn die Leute so und dann aber Wörter wie Imperialismus oder das Proletariat, es klingt irgendwie scheiße. Und ich finde aber gerade diese Experimente, diesen unsingbaren Marx so zu singen, finde ich im Rückblick gar nicht mehr scheiße, sondern finde ich in der totalen Zerbrochenheit und wie du sagst, zwei Welten, dass sich da Sachen unversöhnlich gegenüberstehen, nämlich die Privilegien von einem Künstler zu politischen Sachen, zu einer Theorie, die sehr abstrakt ist und so weiter, dass das alles nicht gleich zu versöhnen geht, sondern erstmal komisch aussieht, finde ich eine Leistung. So, der ist dann umgekommen, bis heute ist nicht klar, was dann, der ist bei einem Unfall gestorben, es könnte auch ein Mord gewesen sein von Neonazis, war ein ganz großer Mann, aber der war so auf dem Weg. Und also habt ihr versucht, ein Ergebnis zu finden, wo es dann endlich zusammenpasst, oder habt ihr dieses Nicht-Zusammenpassen auch bewahrt? Momentan bewahren wir es, glaube ich, noch. Ja, aber das ist, finde ich, ein ganz interessanter Punkt, wo es auch unterschiedliche Meinungen gibt. So, wo du sagst, fand ich übrigens auch super bei deinem Konzert, das war für uns auch sehr wichtig, wir waren da, da haben wir uns auch kennengelernt, wo war denn das?
In Berlin. Da, wo ich nicht war, im HDK. Genau. Nee, der HDK war der noch, genau, oder? Genau. Okay, weil Haus der Kultur in der Welt waren wir. Da waren wir, genau. Genau, und das war das andere, okay. Genau, da war ich gerade, will da irgendwer kiffen? Das ist, also gerade für mich, und das, also ich würde das, was du gerade gesagt hast, so habe ich auch immer Popmusik verstanden und ich habe auch nie was anderes gemacht. Schon auch immer zu sagen, okay, das muss mitsingbar sein, das muss man überall hin transportieren können, das muss greifbar sein. Das muss Ohrwurm sein. Das muss all das sein, das muss irgendwie passieren, da wo es passiert quasi. Und da tue ich mir gerade schwer, weil wir eben noch so changieren zwischen, wir schreiben selbst Texte, wir vertonen Marcuse und dann merkt man, es geht um einfache Wörter wie, weiß ich nicht was, Proletariat singen, ohne dass man sich mit Degen hat vorkommt. Ja. Und das sind so ästhetische Fragen, die natürlich auch zu inhaltlichen wären und die aber jedes Mal aufs Neue wieder diskutiert werden und die auch einen wahnsinnigen Anspruch an die Musik haben dann. Wie man damit so, also da sind wir auch noch nicht fertig, oder ich bin mit dem Gedankengang noch nicht fertig, was ich da, und ich glaube, es muss jedes Mal wieder neu ausgefochten werden, ob man das hier singen kann, quasi. Mhm. Also ist auch immer, warum singt mir dieser Mann diesen Text? Das frage ich mich. Warum redet er ihn nicht? Das muss schon immer der Anspruch sein. Weil ja zum Beispiel klar ist, dass es nicht die Funktion hat wie bei einem Arbeiterlied, wo man sagt, okay, das ist halt zum Marschieren oder das ist irgendwie für den Streik oder so, sondern es ist ja schon ein kulinarischer Zusammenhang eher. Wir sind im Theater mit denen. Ich glaube, was man wichtig sagen muss, es ist wirklich in Stimmung bringen vor dem Steine schmeißen. Das nicht. Proletariat, da geht es natürlich Proletariat rein. Aber vor allem geht es, aber es geht vor allem auch darum, wir machen auch keine Platte. Wir machen keine Marcuse-Platte, die ausschließlich diese Platte ist, sondern das und wir haben eben den theatralen Abend dazu. Und das sind eben auch nicht nur einfach, wir lesen Marcuse-Texte vor, sondern es gibt auch durchaus theatrale, szenisch aufgelöste Situationen auf der Bühne, die stattfinden, auch mit geschriebenen Texten von Thomas oder von uns, die dann mit der Musik zusammen funktionieren müssen. Und jetzt ganz blöd theatral gesprochen, da würde ich dann momentan, wo wir jetzt im Moment, woran wir arbeiten, ist, glaube ich, die Musik dann eher so, dass hört sich jetzt wahnsinnig kitschig an, aber so der emotionale Kern irgendwie so, ne? Also es ist dann... Nein, ja, das ist ja das, was er vorhin gesagt hat, dieser Rest. Ja, ja, es wird relativ... Der passt am ehesten in Kunst. Genau, also, so, und das ist dann die Frage, da gibt es natürlich Versuche, Texte von Marcuse zu vertonen, aber im Moment das, was für mich am besten funktioniert und am interessantesten ist, wenn man assoziationsoffene Bezüge selber herstellt, und das können auch nur ein paar Wörter sein, und daraus dann Songs macht und vor allem auch eine Musikalität dazu erfindet, die eben nicht das ist, was man von uns erwartet, und das ist uns in Graz, glaube ich, gelungen, dass wir einen seltsamen Stilhybrid da gerade fabrizieren, der irgendwo zwischen R&B und Post-Dub oder so rum eiert, und das ist auch eine ganz spannende geworden, ne? Also auch eine ganz spannende Art, auch vollkommen durch Zufall. Ja. Also ich spiele irgendwie das erste Mal in meinem Leben Bass und es macht total Spaß. Interessant, ja. Und dadurch kriegt es aber eben das hatte was damit zu tun, dass wir die ersten Tage in Graz verbracht haben und wirklich 2 Tage lang nur gesprochen haben und dann in diesen Proberaum gingen und auf einmal merkten, die Songs, die wir bis jetzt haben, die wir zu Hause in unserem stillen Kämmerlein auf der Wandergitarre geschrieben haben, sind falsch. So, das geht nicht. Wir können Versatzstücke davon nehmen, aber wir müssen es vollkommen auseinandernehmen. Und das haben wir dann da getan und da ist auf einmal was entstanden. Aber es wäre dann wahrscheinlich nicht entstanden, wenn ihr das nicht dabei gehabt hättet. Nein, natürlich nicht. Nein, das also, ist wichtig. Ich will nur, ne? Das ist ja genau das Gleiche. Das Falsche ist nicht falsch, sondern es ist eine Vorstellung. Überhaupt nicht. Es ist genauso, dass Thomas eben in seinen 10 Wochen da Szenen geschrieben hat, die erstmal, wenn man sie liest, sind die wahnsinnig schlüssig, aber wenn man sie zusammenfügt zu dem, was wir aus diesem Abend machen wollen, merkt man dann auch, okay, die Szenen waren bis zu dem Punkt wichtig und richtig und jetzt müssen wir mit diesen Szenen arbeiten und umgehen und sie in unseren Abend reinbringen oder die Songs und die Szenen verändern sich miteinander zu einem Abend zum Beispiel eine ganz andere Funktion bekommt, was bei ihm so eine Art von abweichende Wiederholung ist. Also er hat ja im Stil so dieses, jetzt kommt das Thema wieder, aber wir sind jetzt durch einen dialektischen Kreis durchgelaufen, jetzt kommt es auf höherer Stufe wieder. Ja. Und dann zum Abend wirkt es eher nur wie eine Wiederholung, weil du ja nicht wie beim Denken und beim Lesen wirklich diese höhere Stufe, also was eigentlich eine Spirale ist. Wobei ich diesen Anspruch ehrlich gesagt fast ein bisschen habe. Dass also dieses Reprisenhafte wollen wir schon machen. Ja, okay. Also jetzt ganz platt gesprochen, der Anspruch ist schon, dass wir uns da nicht hinstellen und von Minute 1 sagen, wir haben es verstanden und erklären euch jetzt mal irgendwie was, sondern dass man eher es hinbekommt, dass man tatsächlich am Abend gemeinsam mit dem Publikum Ideen von Marcuse versteht. Also sich da nicht irgendwie didaktisch hinzustellen. Abend? Ich schätze momentan 2 Stunden, aber das kann auch länger oder kürzer werden. Pause? Ich favorisiere gerade ohne Pause. Ja. Thomas möchte, glaube ich, gerne eine Pause, aber
Ich weiß nicht, ob der Gastronom. Genau, der hat wahrscheinlich irgendwelche Deals mit den ganzen Gastronomen. Nein, nicht wegen Gastronomen, sondern ich meine, wir schreiben Sätze, die sind Ansprüche. Dieser Abend wird nicht akademisch und hol dich dennoch nicht im gesunden Volksempfinden. Das steht so in der Ankündigung. Das ist klar. Es gibt negative Begriffe. Kein Lehrstück, wir sind nicht die Schlaubärchen und das Publikum soll lernen. Wir sind nicht befähigt, wirklich Theater zu spielen, weil wir nur ein Schauspieler, der das wirklich kann, dabei haben. Nein, das darf man jetzt, das brauchen wir jetzt bitte nicht aufschreiben. Ich glaube, wir sind schon befähigt. Wir müssen uns nur unserer Fähigkeiten bewusst werden, wer welche Fähigkeit hat und die dann in dem Theaterabend benutzen. Das ist vollkommen wurscht. Auch ich, wenn ich Schauspielern kann, hilft mir das auch gar nichts an dem Abend. Wir müssen zu viert eine Sprache finden, die irgendwie auf eine Tonalität kommt. Entschuldigung. Ich nehme das dann damit zurück. Ich wollte sagen, man hat ein paar negative Kriterien. Und man weiß, was vorkommen soll. Also selbstverständlich wird Marcuse sowohl im O-Ton als auch rezitiert, als auch aus dem Buch sprechen. Es wird Songs geben, die an einzelne Thesen angelehnt sind, sehr fern. Und es wird Songs geben, die ja an die Kante des jetzt übersetze ich das mal. Oder jetzt ist die Anspielung sehr direkt kommen werden. Was mich fasziniert, wenn ich dabei sitzen darf, und das ist ja eine so große Steigerung meiner Lebensfreude, ist, dass die Musiker dazu wirklich im Prozess sind, einen Ton zu finden, eine Musik, einen Sound zu finden. Und da liege ich flach und sage, ihr seid großartig. So geht das. Ne? Ohne jetzt schon zu sagen, wir wissen genau, es ist komisch, für ein Programmheft zu produzieren, wo man noch so unsicher spricht. Also ich glaube auch, dass wir da in den letzten zwei Wochen schon so Grundsätzliches gelernt haben, dass es so vielleicht ganz der Popsong auch nicht sein kann und wie man auch, glaube ich, so Übergänge finden kann zwischen wir sprechen und drunter gibt es schon Musik und wir haben ein Stück, wo es vielleicht wirklich ein Marcuse-Sample gibt, wo er irgendwo reinspricht und das quasi vielleicht auch was Wiederholendes hat, wie ein Refrain oder so. Wir werden im Abend also eben auch Marcuse haben, der wird uns auch unterbrechen. Also wir sind gerade am Arbeiten daran, dass man irgendwie einen Ort hat, an dem Marcuse ist oder von dem auch Marcuse gesprochen wird von uns oder eben er uns auch in Diskussionen reingrätscht oder auch in Songs reingrätscht. Der sensible Punkt, wo du so ein bisschen aufgeschrieben hast mit der Schauspielerei, den kann man ja sogar noch erweitern zu Theaterhandwerk oder was ist ein Theaterabend. Ja. Die Tatsache, ich mag den Gerhard Stadelmeier sehr, das ist der Theaterredakteur bei mir in der FAZ, aber der ist geradezu besessen davon, dass keine Stücke mehr gespielt werden. Ne? Dass überall bunter Abend ist, dass überall Schlingensief ist und so. Ja, warum spielen die Schweine keine Stücke? Ich gebe ihm da in vielem Recht, vor allen Dingen, wenn ich mir das angucke, was sie dann spielen anstelle der Stücke, dann wäre es mir lieber, sie spielen ein Stück schlecht. Also sie spielen die Johanna von Orléans schlecht, als sie spielen auch das schlecht, was noch nicht mal die Johanna ist. Aber natürlich ist es ein Reflex auf das, was er sagt, dass nämlich diese Welt kollabiert ist, dass du dieses Gegenüber nicht mehr so rein hinstellst, dass dir das keiner mehr glaubt. Wenn du sagst, du spielst Romeo und Julia, dann wissen alle, komm, verarsch mich nicht. Ja, genau. So, das heißt, du musst irgendwas anderes machen, weil diese reine Kunstwelt kannst du nicht mehr hinstellen, die kauft keiner mehr. Aber dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst absinken in den bunten Abend. Das heißt, das ist noch nicht mal Theaterstück, was da anfiel. Also die sind sozusagen nur dazu nicht fähig, die kommen nicht bis da. Aber was ihr ja macht, ist, das ist nicht mehr Theaterstück. Das heißt, es ist da irgendwie durchgegangen durch die ganze Geschichte mit Peter Weiß stellt jetzt Politik auf irgendwann gab es den Brecht, du hast Lehrstück gesagt, soll es nicht sein. Irgendwann gab es den Brecht, dann gab es den Peter Weiß, der sagt, es ist der Brecht, aber wir diskutieren auch noch. Und es sind auch noch Sachen aus der Zeitung drin, so was der Brecht nicht, der hat schon versucht, alles zu verbrechten, bevor es auf dem. So, und ihr seid jetzt noch eine Stufe weiter und sagt, naja, doch, die andere Welt kann man schon wieder machen, aber halt nicht als Stück von Ibsen oder von Shakespeare, sondern als Marcuse-Text. So. Und die Frage ist jetzt, inwieweit ist es auch ein Versuch, sozusagen ganz abgesehen von dem, was ihr politisch wollt, fast die Kunstautonomie wiederherzustellen oder wieder zu retten? Also weißt du, was ich meine? Also, ja, total. Inwieweit ist es, inwieweit tut ihr der Kunst damit nicht sogar einen Gefallen, an den man jetzt erstmal gar nicht, also so. Marcuse hat vielleicht was davon, Politik hat was davon, ihr habt vielleicht was davon, aber das Gefühl, dass, sage ich mal, jemand
nochmal erleben kann, was halt diese Generation erlebt hat, wenn sie das erste Mal ins Theater ist. Nämlich, hier ist es ganz anders und das ist ein Anspruch. Du hast von Anspruch geredet, sozusagen. Also ich frage mich gerade, ob diese Art von Praxis nicht auch eine Rettung sein kann für solche Orte. Das ist ein sehr großer Anspruch, so, aber klar, wenn es das gelingt, wäre, ja, es ist, glaube ich, ungefähr das, was wir versuchen. Ich würde es wahrscheinlich nicht so formulieren, weil es ziemlich degutant klingen würde, aber natürlich ist es der Versuch, eben nicht einen bunten Abend zu machen, wir machen eine Kompilation aus ein paar Marcuse-Texte, dazwischen kommen ein bisschen Musik, sondern dass das tatsächlich irgendwie ein homogenes Ganzes wird, was wie ein Theaterstück funktioniert, auch dramaturgisch. Also, dass es wirklich eine linear nachvollziehbare Geschichte gibt, die aber nicht als Geschichte unbedingt so erkennbar ist. Also nicht hier sind Hans, Klaus, Franz und Fritz irgendwie, die kommen gerade. Dann auch so Kategorien drin, wie im klassischen Stück ist ja einfach ein Konflikt irgendwo drin, Spiel und Widerspiel. Also so, ja. Ich stelle mir das jetzt ganz blöd vor, klar, es ist ein eminent dialektischer Denker, aber hat man dann sowas wie bla bla bla, nein! Oder ja, also ich glaube, es gibt definitiv grundsätzlichen Gedanken schon, auch wenn es, glaube ich, nicht so ausgespielt oder wir auch noch ein bisschen also wir fangen ja im Prinzip erst am 1. September an zu proben. So, ne? Ja. Aber es wird definitiv es werden Fehler von Marcuse vorkommen, die für uns als Fehler erkennbar sind, die auch gar nicht unbedingt für alle als Fehler erkennbar sein müssen, aber die auf der Bühne von uns als Fehler also behandelt werden. Also ihr widerspricht ihm und er widerspricht? Er widerspricht auch uns. Okay. Wir werden uns auch gegenseitig widersprechen. Also es wird durchaus auch diskursiv sein, aber eben nicht Kneipendiskussionen irgendwie, sondern der Versuch, das natürlich irgendwie auf eine formelle Theaterebene zu heben, dass es da durchaus verschiedene Meinungen gibt. Und vor allem damit umzugehen, dass wir vier komplett verschiedene Menschen sind, die zusammen beschlossen haben, diesen Abend zu machen. Das kann auf der einen Seite ein Hindernis sein, wenn man es jetzt irgendwie so objektiv betrachtet, kann aber gleichzeitig auch irgendwie eine Art von Chance sein, dass so Leute wie Thomas Ebermann, Christoph Schreuf, Andreas Spechtel und meine Wenigkeit zusammen einen Abend machen, die wirklich aus vollkommen verschiedenen Richtungen kommen, aber auf das gleiche Ziel hinaus wollen. Und jeden halt dann, bei jedem halt zu versuchen, was funktioniert da theatral am besten und wie kriegen wir das eben zusammen auf einen Ton, dass es ein runder Abend wird. Du hast gesagt, keine Platte. Jetzt kann man ja sagen, eine dieser Konfliktlinien, Kunstautonomie oder nicht, was ich vorhin gesagt habe mit den Seifenblasen. Es gab ja so eine Zeit, wo man gesagt hat, naja, das Problem ist der Werkbegriff, das ist eh eine Ware und so weiter. Mhm. Wir machen nur noch Prozesse, irgendwo passiert was, einer rennt vorbei, nennt es Kunst, ist wieder weg und man sieht es nie wieder. Also auch Situationismus in gewisser Weise. Und hast du gesagt, es gibt keine Platte. Gibt es eine Aufzeichnung? Gibt es außer diesem, was wir hier machen, gibt es irgendwelche Konserven, Reste, Spuren für Leute, die da nicht sein können? Wir hoffen, ja. Also der Anspruch besteht, dass wir tatsächlich auch Lieder rausgeben. Ich würde ungern ein Album machen, irgendwie, wir vertonen Marcuse, aber wo man mit ja durchaus jetzt spielen kann, irgendwie ein Artefakt zu nehmen und da einen Downloadcode dran zu kleben oder irgendwie so. Kann man das sehen zum Beispiel? Also wenn jemand an dem Abend nicht hingeht. Ja, das ist glaube ich zu weit. Ich rede jetzt nicht von der DVD, aber du verstehst was. Ja, ja, nee, aber das ist glaube ich, so weit sind wir glaube ich noch nicht. Das so sehe ich zum Beispiel im Livestream, irgend sowas. Ja, ja. Ja. Also da haben wir noch nicht drüber nachgedacht, finde ich aber eigentlich interessant. Finde ich auch ziemlich interessant. Ja, danke schön für diese Idee. Ich glaube schon, also ich glaube, dass diese beiden Positionen beide nicht mehr funktionieren. Werk ist an sich scheiße, Werk ist an sich Ware. Wir machen nur noch den Prozess, das funktioniert für mich genauso wenig wie ich habe das Buch geschrieben und damit nichts mehr zu tun, sondern mir scheint, dass eine dritte Geschichte irgendwie nötig ist inzwischen, weil die beiden Phasen hat man gehabt, also so. Also wir vorhin witzigerweise auch im Zug drüber gesprochen haben, was man ja Marcuse auf jeden Fall zugestehen muss, dass er sich mit den auch damals popkulturellen Phänomenen sehr interessiert auseinandergesetzt hat. Mhm. Und die Gefahr, glaube ich, in unserem Abend, die wir echt verhindern müssen, ist, dass wir jetzt quasi so historisch zurückschauen und eben dann irgendwie uns an Bob Dylan abarbeiten. Im Prinzip müssen wir eigentlich... Eigentlich darf bei uns kein Bob Dylan vorkommen. Oder wenn dann halt eben in dem Kontext, dass man sagt, das ist so wie Marcuse über Flaubert redet, ist für uns dann Bob Dylan oder so. Mhm. Also worauf ich hinaus will, ist, wir müssen, glaube ich, versuchen an dem Abend eben ähnlich wie Marcuse offen mit dem Jetzt umzugehen, weil sonst wird man ihnen, glaube ich, nicht gerecht, wenn wir es nicht hinbekommen, auch in der Musik eben eine Aktualität zu haben. Also wir haben, als wir angefangen haben, die Musik zu machen, da haben wir tatsächlich mal diesen irrwitzigen Gedanken gehabt, wir gehen da irgendwie so Richtung Crosby, Stills and Nash oder so. Ne? Und das ist relativ schnell klar gewesen, dass es Blödsinn ist. Und darum sind wir jetzt dann eher so bei, weiß ich nicht, How to Dress Well oder XX oder weiß ich, das auch, ohne dass wir das eigentlich können. Ja, weil sonst wird es nämlich Stadttheater Museum. Genau, also und das ist die große Gefahr. Oder Griffstheater. Museum ne? ist die Hölle. Es also kann halt auch Griffstheater werden. Das ist halt auch, wenn du halt so linke
Für Kinder finde ich das aber super. Für Kinder ist es super, ja, aber für Jugendliche wird es dann schon schwierig. So, ne? Also man muss jetzt nicht da, also eben, es darf auf gar keinen Fall so ein Ohnsorg-Theater der kritischen Theorie werden. Mhm. Also etwas, was zum Beispiel beim Firmenhymnenhandel funktioniert hat in seiner boulevardesken Art, das funktioniert, glaube ich, an dem Abend nicht, also weil das eine ganz andere Ernsthaftigkeit fordert. Mhm. Obwohl man natürlich, und das ist, glaube ich, auch eine große Suche jetzt, wo kriegen wir den Humor rein? Also es soll auch kein sakraler Abend werden, wo wir uns da hinstellen und wir hauen den jetzt da so ein 2-Stunden-Monolith um die Ohren, hier kommt Marcuse, bam, und jetzt fangt das damit an. Also, und deswegen nochmal Bezug nehmend darauf, was die Musik auch sein kann, oder wegen der Pause, weil ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus wolltest, dass die Pause auch eine Zeit des Durchatmens sein kann oder so. Ich sehe die Musik momentan auch als eine weiterführende Reflexion dessen, was quasi textuell passiert ist auf der Bühne. Also, wo es Rückbezüge gibt auf Sachen, die vorher verhandelt wurden, die man auch mitbekommen muss, aber wo du eben in einer anderen Hirnregion dann Teil hast irgendwie. Das wäre, glaube ich, für mich. Ja, ich glaube, dass eben der Unterschied zu einem Buchlesen auf jeden Fall der sein muss, du musst auch mal kurz aussteigen können und dann wieder reinfinden. Mhm. So, und das ist die Chance bei Musik eben. Ja, also es ist eine Form von einfach. Kontemplation also nochmal der Einbau. Musik ist unter Umständen selber die Pause. Also, ja, genau. Ja. Also ich glaube, da sind wir auch jetzt so drauf gekommen, dass Instrumentalteile braucht, mehr als wir dachten. Genau, ich dachte einfach so wirklich Postrock. Ja, aber das ist... Postrock, ja, aber genau ist das sind wir gerade unterwegs. Ja. So. Ja. Genau, wir sind ja nicht bei Silvermount Sign Orchestra. Mhm. Ja, dass du halt einfach, also die besten Vorträge... Ja, Thomas, da ist von was die Rede. Die besten Vorträge, die ich gehört habe, waren solche, wo ich auch mal 5 Minuten den Kopf vom Vordermann angeguckt habe und nichts gedacht und dann wieder reingefunden habe. Das ist ja eben das, was Theater halt kann, im Gegensatz zu einem Film oder einem Krimi, wo man in der Handlung komplett folgen muss. Ich finde, der Wahnsinnsmoment am Theater ist, dass du ja auch abschweifen kannst und deine eigenen Gedanken sich dann irgendwann wieder treffen mit dem, was auf der Bühne passiert. Mhm. Und wenn sowas an dem Abend möglich ist, dass die Leute nicht von A bis Z jedes Wort komplett durchdrungen haben müssen, sondern eben mal abschweifen können, sich ihre eigenen Gedanken dazu machen und dann irgendwann wieder eingefangen werden von einem weiteren Moment, den wir auf der Bühne da herstellen. Dann ist es, glaube ich, immer noch kein bunter Abend, sondern das ist das, was ich an kontemporärem Theater gut finde und verstehe und auch eben machen möchte. Ich möchte, was immer wir machen und was mir rote Wangen und Aufgeregtheit und wunderbare Gefühle, auch schlimme wie Angst verursacht, das bedeutet nicht, dass etwas anderes abgeschrieben ist. Also ein Kammerspiel, das eine kluge Geschichte erzählt, wird mich immer als Anhänger behalten. Ich bin eher sehr skeptisch gegenüber den wuchernden Veranstaltungen von Performance. Ich habe oft das Gefühl, dass Performance gemacht wird, weil eine Unlust inhaltlich präzise zu sein und genau zu beobachten in der Welt. Das Feigste ist die abstrakte politische Plastik. Ja. Und das gilt auch für die abstrakte politische Performance. Ernst Karl hat sowas Ähnliches gesagt. Aber trotzdem kann man eben nicht so tun, als wenn das nicht in der Welt wäre. So ist es. Man kann trotzdem nicht naive Malerei stattdessen. Man muss darauf Bezug nehmen. So. Ja. Und das Kammerspiel wird nicht negiert dadurch, dass wir jetzt... Also ich glaube, es kommt immer auf den Inhalt an, was für eine Form man will. Das wollte ich gerne. Genau. Ich wollte das ausdrücken, dass es darum geht, dass ich im nächsten Jahr etwas anderes machen kann, was hoffentlich inhaltlich klug und auch plotorientiert und auch... ein bisschen Kenntlichkeit von Personen und ihren Konflikten stärker als in diesem Fall zum Gegenstand hat. Ich halte insgesamt nicht so viel davon, wenn die Leute eine Gattung oder eine Stilrichtung, ohne sich damit auszukennen, vorverurteilen. Insgesamt bin ich ein Skeptiker gegenüber Literatur oder Kunsttheorie. Das hat folgenden Grund. Der Marcuse schreibt in seinem letzten Werk, Die Permanenz der Kunst, so viel begeisternd kluge Sachen. Und dann fängt er an, das zu bebildern. Die Autonomie der Kunst, das Ringen um die Form, die Nichtnotwendigkeit der expliziten politischen Forderung, der Antagonismus zwischen Tendenz und Kunst und so weiter. Muss ich jetzt nicht alles ausführen. Und dann kommen selbstverständlich die Klassiker der kritischen Theorie als große Vorbilder. Es muss dann Kafka und es muss Beckett und Celan und ihr wisst, eben die großen Vorbilder. Und in dieses ganze Ding, wo er beschreibt,
welche Tyrannei der Form notwendig ist und wie viel bedeutender es ist, mit der Denkgewohnheit und Hörgewohnheit und Sprachgewohnheit der Menschen zu brechen als der politische Inhalt und so weiter. Kommt als ein leuchtendes Beispiel Hundejahre von Günter Grass. Und ich denke, ich falle in Ohnmacht. Ich denke, wenn du das damit jetzt auch bebilderst, was ist jetzt los eigentlich? Ich kann ja nachvollziehen, dass du von Beckett schwärmst, wirklich. Oder Kafka, ja. Oder Flaubert. Aber was hat hier Hundejahre zu suchen? Ja, gerade dann hat es nichts zu suchen. Nein, gar nichts. Also wenn man um jeden Satz muss gerungen werden. Kein Wort darf zu viel und keines zu wenig sein. Gib mir einen Stift, ich mach da, um der Menschheit zu helfen, 20 Seiten draus aus diesem Scheißdreck. Wir müssen im Rasenmäher redigieren eigentlich. Ja, also lass uns jetzt immer sagen, es gibt auch in verschiedenen Genres Großartiges und nicht. Absolut. Ab jetzt ist die Zeit, wo man keine Geschichte mehr erzählen kann oder so etwas. Nein, überhaupt nicht. Sondern für diesen Stoff, Wird was gesucht. Aber da sind wir wieder bei der Fortschrittsgeschichte und bei der Hegel-Geschichte, dass eben viele so einen Begriff haben von Fortschritt heißt, irgendwas wird überschrieben und davon zugedeckt. Während man bei den Leuten, die ich mag, wenn sie über das Wort, das ja auch viel durch den Dreck gezogen und vergiftet und missbraucht und alles Mögliche ist, immer den Eindruck hat, Fortschritt heißt Menüerweiterung. Das heißt, das stirbt überhaupt nicht. Man sieht nur deutlicher, wozu es da ist. Also so nach dem Motto, es gibt Dinge, die kann nur diese alte Form. Und das sehe ich dann deutlicher, wenn es eine neue gibt, die so. Also es gibt Sachen, die kann nur die Malerei. Und wenn sie endlich nicht mehr ein Foto sein muss, weil man ein Foto machen kann, dann sehe ich endlich, was nur die Malerei kann. Oder wie Svante Karich mir erzählt hat, als wir an dem Lichtmächtebuch waren, ja, ich kann jetzt im Internet die Kunst anklicken, aber wenn zum Beispiel der Sinn eines Kunstwerks ist, das Verhältnis von meinem Körper zu irgendwas rauszufinden, dann muss ich durch diese niedrige Tür ins Museum und dann habe ich was gesehen, das habe ich nicht gesehen, wenn ich es nur anklicke und da mit der Kamera durchgehe. Ja. So, und insofern ist die Form adäquat am Inhalt. Also die Form ist immer die Form von etwas, aber dieses Etwas gibt es eben nicht ohne eine Form. Ja, aber ich glaube, dass gerade sowas wie Marcuse, was glaube ich viele Leute entweder schon vergessen haben und die sich noch daran erinnern können, die denken an 68 und dann kommt der Bob Dylan vor oder so, und ich glaube, es gibt keinen größeren Fehler, als einen Abend zu machen, der sich theaterwissenschaftlich und musikalisch an 60 oder 70er Jahre, also ich glaube, das ist ein Schuss ins Knie, da muss man schon sagen, Marcuse, das Buch war technisch, gesellschaftlich, ich sage jetzt nicht kulturell, sondern musikalisch, auf der Höhe der Zeit, ja. Da war ein echt schon alternder Professor, der sich echt mit Dingen beschäftigt hat. Mein Gott, ja, also soweit bin ich heute vermutlich nicht an der Zeit dran. Und ich finde, dem muss man gerecht werden oder ihm so. Und das finde ich sehr wichtig. So. Und man kann auch nicht dauernd behaupten, ah, dieses Buch ist eigentlich noch so aktuell, aber das muss ich auch an dem Abend einlösen. Genau. Ja. Nicht sagen, ja, ich spiele jetzt ein Dylan-Lied, aber dieses Buch wie heute. Ja. Wie heute, aber der Dylan, den bringen wir schon nochmal. Ja, es ist ja ganz viele so Filme, die dann irgendwie historisch gestalten, aus irgendeiner Bewegung, so Porträtfilme, so ein Liebknechtfilm oder so, der mir dann als Film die ganze Zeit nur sagt, Gott, ist das alt. So, das darf eben nicht sein. Gerade bei dem, also das finde ich sehr wichtig. Ja, gerade wenn wir den Anspruch eben haben zu sagen, das hat eine Aktualität, dann muss die Aktualität auch eingelöst werden. Ja. In dem Abend. Ich habe ja natürlich Glück, dass es mit Marcuse zu tun habt und nicht mit Adorno. Eben, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Natürlich, man hat vor allen Dingen dadurch Glück, weil es sein Stil ist, hinter die theoretische Abstraktion die anekdotische geklingelt zu setzen. Und das macht natürlich. Nein, die Passage im Jargon der Eigentlichkeit, wo Adorno fast konvulsivische Zuckungen entwickelt, bei der Erwähnung des Faktums, dass jetzt ein Jazzmusiker Mozarts Klarinettenkonzert aufgenommen habe, nämlich Benny Goodman. Er kommt natürlich nicht namentlich nicht vor, weil das ist ja weit unter der Würde von Adorno, das jetzt auch noch beim Namen zu nennen. Aber das ist wirklich da. Ich habe die Aufnahme, ich glaube, seit 30 Jahren und ich habe sie immer geliebt. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich liegt es an meinem schlechten Geschmack. Jazz habe ich mir fürs Alter aufgehoben. Ich bin gespannt, was ihr jetzt sagt. Und wir waren jetzt ja auch ein paar Tage nicht zusammen.
was das wieder für bestimmte Momente des Abends bedeutet. Also ein bisschen bin ich ja in der Rolle, Rollen haben wir nicht, ein bisschen Opa erzählt vom Krieg. Mhm. Momentan, man muss ja sagen, Premiere ist, wenn Premiere ist. Und bis zur Generalprobe kann alles vollkommen anders werden. Aber ja, momentan gibt es die Idee, Opa die erzählt. Im Moment gibt es so eine Grundidee, dass man manchmal etwas gefragt wird, was sich auf die zurückliegende Zeit bezieht. Zum Beispiel, warum habt ihr Marcuse so in den Schatten gestellt und seid Marxisten-Leninisten geworden? Das kann man ja fragen und kann man, glaube ich, auch ohne seine eigene Vergangenheit zu denunzieren, selbstkritisch reflektieren. So. Und bis jetzt habe ich gedacht, es ist eine Signifikanz, um ein bestimmtes Lebensgefühl von damals zu bebildern, den Song Zwischentöne sind bloß Krampf im Klassenkampf vorzustellen. Denn das ist ein Song, der ja ausdrückt, dass einer der größten Lyriker, den wir hatten, Franz Josef Degenhardt, plötzlich Zwischentöne geißelt, um den Dreckshaufen wegzubekommen. Und ich weiß nicht, ob das, was ihr jetzt gesagt habt, sozusagen auf, damit sind wir nicht mehr einverstanden. Nein, das kommt auf jeden Fall vor, ja, natürlich. Also, das ist ja das, was ich meine. Wir müssen eben mit dem allen, was wir mitbringen, als die vier verschiedenen Personen, die wir sind, da umgehen. Und da gehört eben für dich der Degenhardt dazu. Für uns ist es aber vielleicht Live Forever von Oasis oder keine Ahnung. Also das muss man dann halt irgendwie rausfinden. Oder eben eigene Kompositionen, die wir ja auch machen. Ne? Ich glaube, es ist nicht der richtige Rahmen, um das Stück zu besprechen. Nee. Ich glaube, was ein interessanter Punkt dabei, also wenn er sagt, wir sind durch die kritische Theorie ganz schnell zu dem Erbe der Arbeiterbewegung sozusagen, wir sind da eigentlich durchgereist. Wir haben gesagt, okay, das sind die Spuren, das erste Mal kommt ein Immigrant, es kommt ein Jude, es kommt diese ganze, wir wollen sofort an diese Quellen jetzt, ja, so möglichst weit zurück und möglichst in den Kern. Dass das politisch möglicherweise gefährlich und falsch ist, weil diese ganzen Erfahrungen dazwischen ja auch was zu tun haben mit richtig und falsch und das funktioniert nicht mehr. Dass es aber ästhetisch natürlich total richtig sein kann, soll heißen, wenn jemand zum Beispiel jetzt statt einen Marcuse-Abend einen Rolling Stones-Abend machen würde, wäre es ganz falsch, nur die Stones zu hören und wäre es genau das Richtige zu sagen, ich höre mal die Blues-Leute an, die Rolling Stones haben Blues-Leute gehört und haben daraus die modernste Musik ihrer Zeit gemacht. Das heißt, ästhetisch ästhetisch ist das Verfahren sozusagen, zu sagen, Marcuse gefällt mir so gut, jetzt gehe ich zu Marx. Ästhetisch ist das richtig. Ja. Also, weil ästhetisch diese Radikalität erlaubt ist, die rein gestisch ist und die sich nicht drum kümmert, was wirklich in der Welt passiert ist. Das heißt, so sehr ich verstehe, wenn du sagst, das war vielleicht ein Fehler, zu schnell doktrinär zu werden oder so, kann es der Kunst sehr gut tun, doktrinär im Sinne von entschieden zu werden. Also so habe ich euch auch verstanden, zu sagen, auf der Höhe der Zeit. Absolut, also auch so, also ich würde jetzt auch überhaupt nicht ausschließen. Dogmatisch, streng und nicht irgendwie so, klingt ganz gut, reicht, Next Step, und sondern darum, sich zu quälen mit dem Zeug. Genau, das ist glaube ich, quälen ist auf jeden Fall ein richtiges Adjektiv da. Also ich glaube, je mehr ihr euch quält, desto weniger quält ihr dann die Leute, weil... Hoffentlich, so. Ja. Aber es geht also auch, weil... Also, meine Hoffnung oder der Versuch gerade ist auch, dass eben nicht nur Marcuse vorkommt an dem Abend, sondern dass man durchaus auch mit Texten das, wovon arbeitet. Marcuse handelt sozusagen. Oder was sich auf Marcuse bezieht und danach passiert ist. So, ne? Also das sind auch Dinge, mit denen wir, glaube ich, umgehen müssen, wenn man da, man will ja eh keine Gesamtheit da auf die Bühne stellen, aber wenn man eben unsere Reflexionen über Marcuse quasi in Kunst formen möchte, dann muss man, glaube ich, auch Bezug nehmen auf Sachen, die Marcuse beeinflusst haben. Also seien es jetzt irgendwie die Surrealisten oder sei es eben Paul Celan oder Walter was auch immer, Benjamin. Walter Benjamin, vielleicht, aber vielleicht gibt es auch, wenn es dann so Sachen wie das Verhör des Intellektuellen gibt oder so, vielleicht kann dann auch ein Ernst Jandl vorkommen oder so. Ne? Also da gibt es dann durchaus Sachen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, die, von denen Marcuse vielleicht gar keine Ahnung hatte, die aber irgendwie für uns jetzt in unserem Referenzrahmen dann Sinn ergeben. Und ich habe eine letzte Frage sozusagen in diesem Journalistenmodus, der jetzt quasi einen Artikel schreibt über das Ding. Du hast bei Brecht, weil wir drüber geredet haben, agitatorisches Theater oder so, hast du dieses glotzt nicht so romantisch. Da werden die Leute erstmal mit was konfrontiert und dann sollen sie rausgehen und von mir aus Kapitel wählen oder irgendwas. So. Mhm. Peter Weiß, nächste Stufe, eigentlich bringt es nichts, dieses Ding auf die Bühne zu stellen, ohne dass es diskutiert wird. Es wird noch am selben Abend diskutiert. So.
Das Ding ist auch erschöpft. Warum? Guck mal in so ein Internetforum. Diskutieren heißt heute, also so, das Erste, was ich machen würde, wenn ich eine Webseite machen würde, ist die Kommentarfunktion ausschalten. Absolut. Weil das vollkommen sinnlose Scheiß ist, weil das ist wie, wenn ich, das ist wie wieder das Problem mit der Demokratie. Wenn ich einen Haufen Arschlöcher, die erniedrigt und verblödet sind, abstimmen lasse, kriege ich was Erniedrigtes und Verblödetes als Ergebnis. Also ist Demokratie da gerade falsch. Und genauso ist Diskutieren falsch, wenn die Leute alle nur dieselbe Scheiße wiedercoinen in 1000 verschiedenen Farben. Das kann ich abschalten. So. Das heißt aber, trotzdem ist es ja ungewöhnlich, so einen Kopf und diese Art von Argument und Text hinzustellen, ohne, wie es ja im Uniseminar wenigstens ist, weil da hast du keine Musik und keine Bar und nichts zu trinken und nichts zu rauchen und keine Freizeitambiente. Da ist klar, die Leute gehen raus und stehen vielleicht im Foyer noch und diskutieren das. In gewisser Weise ist es dabei ausgeschlossen. Ich will damit sagen, ich will auf das heikle Thema zu sprechen kommen. Also wir haben Museum ausgeschlossen, wir haben Bunter Abend ausgeschlossen, wir haben Theater ausgeschlossen, aber gibt es nicht doch das Problem, dass es ein reines Konsumding ist auf der Ebene von, was machen die Leute, wie weit fühlt ihr euch verantwortlich dafür, dass, also Peter Weißens Gedanke, dass es diskutiert werden muss, war ja, dass er sich verantwortlich fühlte dafür, dass das auch irgendeine Folge hat bei den Leuten. Und bei einer politischen Veranstaltung ist das für mich immer die zentrale Krux. Also ich sage zum Beispiel, wenn ich aus was vorlese, ich muss eigentlich mindestens genauso lange, wie ich vorlese, nochmal diskutieren lassen, sonst brauche ich nicht so tun, als wäre das irgendwie politisch gemeint. Auf der anderen Seite, wenn die Diskussionen immer dieselbe Scheiße sind, wäre es vielleicht besser, ich lese nochmal eine halbe Stunde länger, weil so. Wie steht ihr dazu, was die Leute da, also sind es, ist es rein Publikum und die Hoffnung, die machen irgendwann was damit, oder ist es in irgendeiner Form vorgesehen? Ich würde es nicht so hart ausdrücken, glaube ich, aber tatsächlich habe ich die Hoffnung, dass der, wie auch immer, ästhetische Genuss oder die ästhetische Erfahrung dazu führt, dass sich daraus Diskussionen entwickeln, die aber eben nicht von uns geleitet und nicht mit uns stattfinden, sondern die hoffentlich nicht moderiert sind und nicht an dem Abend sind. Genau, die können an dem Abend sein, von mir aus an der Bar, da stehe ich auch dann zur Verfügung, darüber zu reden. Okay. Aber eigentlich ist meine Hoffnung eher, dass das, und das ist das, was bei mir tolle Theaterabende gemacht haben, dass ich erst 3-4 Tage später drauf komme, was da eigentlich in mein Gehirn reingetan wurde. Also dass ich es nicht sofort reflektieren kann. Genau, also dass dann auf einmal kommt dir eine Zeile wieder in den Kopf, wenn du in der U-Bahn sitzt. So, das wäre meine Hoffnung für so eine Art. Ja, aber man hat schon auch immer den Wunsch, also ich kenne das von meiner Band und so, also sagen wir mal so, weiter als diesen Wunsch oder auch, dass das mal gelungen ist, bin ich noch nicht gekommen, um einen irgendwie, sage ich mal, im weitesten Sinne politisch motivierten Abend zu machen, ist, dass man halt den Abend sich zu eigen macht, dass der von dem Konzert noch bestimmt wird, auch in der Diskussion nachher an den Bars, in diesen quasi abgesteckten, sag jetzt mal, fast so eine Heterotopie halt zu machen. Sag, okay, hier jetzt sind wir diese so und so viele 100 Leute in dem Raum und das ist das bestimmende Thema und das treibt uns den Abend lang rum und dann irgendwann wird es morgen und wir gehen raus. Der ganze Kram, die Bildzeitung, Geld verdienen, ist sowieso alles draußen, weil dieser Ort jetzt für diese Dauer... So, eben, also ich bin ich noch nicht weitergekommen. Ich verstehe Theater ja auch wirklich als eine Kommunikationsform, die eben nicht wie eine Diskussion stattfindet, aber die trotzdem eine Kommunikationsform ist. Ich sehe es nicht so, wir stehen da und es gibt eine vierte Wand und das Publikum guckt sich das an wie ein Gemälde, ja, sondern, sondern es kommuniziert tatsächlich einfach auf einer anderen Ebene, die halt vielleicht keine sprachliche ist. Also das ich habe auch kein Problem, wenn man es irgendwie hinkriegt, dass die Leute sprechen in Instrumentalteilen. Wenn man jetzt sagt, okay, statt der Pause gibt es 15 Minuten... Weiß ich nicht was. Ciao, Wobble am Bass.